Also, heute spricht Marc-Dieter Wistkirchen über Implementierung funktionaler Programmiersprachen und über Continuations, über Tailcalls und Lazy und Strict war da, glaube ich, was noch. Ne, Lazy und Strict ist dann der zweite Teil, der kommt nicht heute. Okay, Continuations. Makarios called Mark. Okay, ja, danke schön. Genau, also ich werde das Ganze jetzt hier so ein bisschen den Vortrag einfach tippen. Ich hoffe, das ist soweit dann in Ordnung. Und einfach ein bisschen was dazu sagen, aber wenn die Sachen dann eben schwarz auf weiß da stehen, ist es vielleicht einfach. Ich hoffe, die Schriftgröße passt. Ja, so beginnen wir vielleicht erstmal mit Lambda-Kalkül. Ja, da fängt es an. Jeder gute Vortrag fängt mit Lambda-Kalkül. Genau. Also, was sind denn die Formen im Lambda-Kalkül, ja? So, da haben wir also einmal irgendwie. Ja, A, B, C, irgendwelche Variablen. Genau, dann haben wir Werte. Werte sind im reinen Lambda-Kalkül einfach nur Funktionen. Also von dieser Form. Dann haben wir Ausdrücke. So ein Ausdruck, ja, was kann das sein? Das kann entweder eine Applikation sein, das heißt, ich wende. Also im Prinzip in einem Funktionsaufruf, ja, E und E sind beides Ausdrücke und E sollte dann zu einer, würde zu einem Wert, wo man evaluiert, das ist dieses Lambda, der Lambda-Term und da setze ich dann dieses E ein. Das Ganze momentan rein auf dem syntaktischen Level, deswegen kann ich das einfach hinschreiben, aber das ist die Bedeutung. Eine Variable ist auch ein Ausdruck oder ein Wert selber ist auch ein Ausdruck. So, und dann führen wir noch etwas ein, nämlich einen sogenannten Auswertungskontext, groß E. Und was kann ein Auswertungskontext sein? Das ist syntaktisch einfach von der Form, entweder sieht aus wie die Anwendung von einem Auswertungskontext auf E. Also, dann kann es sein, ein Wert und dann E. Oder es kann, also eigentlich, ja, wie kann es am besten schreiben? Machen wir einen Punkt. Kann man den Punkt erkennen? Ja. So, das ist irgendwie so eine Art Loch. So, was ist ein Auswertungskontext, wenn man das Ganze sehr induktiv hier definiert? Dann ist ein Auswertungskontext nichts anderes als ein Ausdruck. Ja, als ein Ausdruck, in dem keine Variable, Entschuldigung, ich dachte, jetzt ist es einfach ein Ausdruck, ja? Aber in dem Ausdruck muss mindestens, oder muss genauso ein Punkt drin vorkommen, so ein Loch. Weil ich muss ja irgendwie induktiv starten mit dem Loch und danach baue ich Ausdrücke darüber auf. Das ist also sozusagen ein Auswertungskontext und vorne bei einer, also bei der allerersten Applikation, da steht dann halt eben ein Wert. Wieso genau ein Punkt? Ja, weil ich ja eh nirgendwo verdoppel, ja. Also induktiv kann ich ja beweisen, dass es genau einen Punkt in E gibt. Okay, also was ist dann V von groß E? Nee, das ist nicht V von, also einfach der syntaktische, also einfach nur das Paar besteht aus V und E. Ah, okay, da wird nicht. Also einfach nur Syntax, okay, ja. Okay. So. Und warum mache ich das Ganze? Weil ich jetzt einfach, ich meine, den Lambda-Kalkül habe ich Auswertungsregeln. Und zwar schreibe ich jetzt mal hin Call by Value, also strikte Auswertung. Was ist die Auswertung? Das ist einfach, ich nehme, also ich schreibe es erstmal hin und dann. So, also ich habe, wenn ich einen Lambda-Term habe und ich habe einen, wende den auf den Wert V an in einem Auswertungskontext. Dann, was wird daraus? Dann nehme ich einfach das E und ersetze in dem E x durch V. So. Ich glaube, ich habe es richtig umgeschrieben, wenn ich das nicht merken kann, aber ich glaube. Es ist genau immer kontraintuitiv. Ja, genau, dann habe ich es richtig geschrieben. Ja, genau. Also ich ersetze x durch V in E, wenn ich das auswerte. Und dann schreibe ich den Auswertungskontext hier noch drum. So, was soll die Schreibweise sein? E eckige Klammer von irgendetwas. Das ist einfach der Auswertungskontext, wo ich den
Punkt, dieses Loch, ersetze durch das, was in den eckigen Klammern drin steht. Ja, und dadurch habe ich jetzt hier definiert, also ich kann ja E kann zum Beispiel der Punkt sein. Dann ist, wenn E einfach der Punkt ist, dann ist dieses ganze Ding einfach nur der innere Term, weil ich einfach nur den Punkt ersetze durch das, was da steht. Und dann steht einfach ganz normale Wetterreduktion von diesem Term dahin. Oder E kann aber auch von der Form Punkt E sein. Das heißt, dass ich diese Regel auch anwenden darf, wenn der Lambda-Term vorne steht und hinten, oder diese Applikation hier vorne steht und hinten kommt auch ein E. Dann muss ich das E ein bisschen hinschreiben. Das heißt, dadurch spare ich mir die ganzen strukturellen Regeln für die Ableitung im Lambda-Kalkül. Okay, also das ist im Prinzip jetzt der komplette Lambda-Kalkül. Also Ausdruck ist einfach so ein klein E. Und die Auswertung von so einem Ausdruck heißt einfach, ich wende einfach die Auswertungsregeln so lange an, bis es vergeht. Und das ist rauskommen sollte ein Wert, wenn das ganze Programm terminiert. Genau, dann. Das kann ja hier auch untypisiert sein, gell? Das ist, ja, genau. Mod hast du alles untypisiert, ja, genau. Aber es kann vor allem auch unten Endlosschleifen geben, also von da. Ja, also es kann sein, dass es nicht. Jetzt kann er dann das drin haben. Ja, genau. Genau. Jetzt noch heißt der Curl Club hier, also kommt Currying und Uncurring auch vor. Also nur Abkürzung natürlich, sowas wie Lambda XY E, das soll eine Abkürzung sein eben für Lambda X, Lambda Y E. Genau, ich rede hier auch, also jetzt kommt hier nichts. Ich rede ja auch nirgendwo jetzt über freie Variablen oder so etwas, also es versteht sich dann von selbst, dass x durch so einen Lambda-Term gebunden wird und beim Ersetzen ich eben aufpasse, dass ich dann nur frei Vorkommen ersetze. Also das ist noch die Abkürzung und dann ganz analog, wenn ich so eine Applikation habe, dann heißt es eben einfach. Deswegen kann ich mir jetzt. Und entsprechend für mehr als zwei Argumente. So, das sind also jetzt einfach nur abkürzen, damit das Ganze etwas einfacher wird. Dann können wir uns irgendwie. Betrachten wir jetzt noch Church. Literale 0, 1, 2, 3. So, wer weiß, was das ist, ist damit zufrieden. Wer nicht weiß, was das ist, ist auch egal. Dann fügen wir das einfach zu der Sprache da oben hinzu. Also wir haben als weitere Werte, also da bei V Values Werte stehen, da kommen einfach noch 0, 1, 2, 3 und so weiter dazu. Dann wollen wir vielleicht noch wahr und falsch haben. Dann würde ich ganz gerne vielleicht noch rechnen können, ja, plus mal. Also das heißt, plus und mal sind jeweils wieder Werte mit den, also sehen wir gleich ein Beispiel mit den offensichtlichen Auswertungsregeln, beziehungsweise wenn ich die als mit der Church-Codierung implementiere, dann folgt das Ding da oben, was da steht. Und also das sind noch die Rechenoperationen, dann will ich vielleicht noch Prädikate haben, indem ich feststelle, ob irgendein Wert 0 ist, wenn ich schon weiß, dass er eine Zahl von denen da vorne ist. Und dann abstrahieren wir auch noch mit if, will ich noch abstrahieren, wahr und falsch und entsprechende Codierung. Ja? Das sehen wir gleich in einem Beispiel. So, und dann wollen wir ein Beispiel machen, nehmen wir mal die Fakultätsfunktion. Also, was soll die Fakultätsfunktion sein?
eine Funktion, da stecke ich n rein und dann schauen wir mal, wenn n 0 ist, dann gibt zurück 1 und sonst gibt zurück mal n minus Fakultät von minus n 1. So, also das ist die Fakultätsfunktion. Aber vielleicht schreibe ich die direkt. Machen wir es anders. So, also das ist die Fakultätsfunktion. Jetzt ist das, genau genommen ist das hier wieder auch kein Term der Sprache da oben, weil die Fakultät ja wieder vorkommt. Aber die Leute, die es wissen, dass man den zum Beispiel einen Y-Kombinator dazu verwenden kann, um das Ganze wieder in die Form da oben zu bringen. Für die, die den Y-Kombinator nicht kennen, ist es egal. Das spielt für den Vortrag jetzt auch keine Rolle. Das ist einfach nur. Wir verlassen sozusagen die Sprache hier nicht. Kannst du kurz Handzeichen haben, wer hier den Y-Kombinator auf seinen Arm tätowiert hat? Alle, krass! Das ist stark. Jo, das heißt, was wir jetzt. Warum wir das Ganze machen, weil wir jetzt mal sowas anschauen können, wie können wir jetzt die Fakultätsfunktion evaluieren. Also wir starten mal, nehmen wir mal irgendeinen Auswertungskontext, von mir aus einfach nur den Punkt. So, dann steht das hier, dann setze ich ja den Punkt, in den Punkt setze ich einfach die Fakultät von 3 ein und dann steht hier einfach nur Fakultät von 3. So, die Frage ist, was kommt da raus? Gut, jetzt ist das halt E von Lambda n und so weiter. Und dann setze ich da 3 ein. Nächste Zeile. Gut, jetzt können wir anwenden, die Auswertungsregel, die wir haben. Nehmen wir jetzt hier Lambda-Term steht, hier steht 3. Das heißt, hier haben wir E von, so, und jetzt muss ich im Prinzip einfach nur ersetzen, da wo Punkt und Punkt steht, muss ich überall, wo N steht, 3 ersetzen. Kann ich also hier abschreiben. So haben wir also das, wenn das 0 ist, dann gib 1 zurück und sonst. Fakultät minus 3, 1. So. Steht das da? So, jetzt entweder geben sich die Ableitungsregeln für if automatisch und für das Ding hier auch automatisch, wenn wir das entsprechend definiert haben mit dem Kalkül da oben. Ansonsten, wenn wir das so synthetisch hinzufügen, dann müsste ich noch weitere Ableitungsregeln für if und zero schreiben, aber das sind die offensichtlichen, ja, also wir müssen erstmal das hier auswerten. Das heißt, lassen wir jetzt alles, also das lasse ich jetzt hier weg, das schreibe auch Punkt, Punkt, Punkt. Und, also 3 ist offensichtlich nicht 0, das heißt, jetzt steht hier sowas da, mal 3 Fakultät minus 3. Jetzt steht jetzt hier ein Ausdruck von der Form hier wieder. Hier vorne habe ich einen Wert, das ist in diesem Fall mein Mal. Und jetzt will ich den irgendwie auswerten. Aber jetzt steht hier hinten ein V, das soll ein Wert sein. Das, was hier steht, ist aber kein Wert, sondern das, was hier steht, ist selbst, das ist nur ein Ausdruck, ja, das ist eine Applikation. Und erst durch Reduktion hier wird das Ganze zu einem Wert, syntaktisch. Das heißt also, ich kann nicht diese Regel jetzt nicht einfach anwenden, die hier steht, sondern ich muss erstmal das hier evaluieren. Ja, aber wir können ja diesen Auswertungskontext auch so schreiben. Das ist E
mal, also 3 mal Punkt. So, und jetzt setze ich da ein, das was da steht. So. Und jetzt kann ich, jetzt sind wir aber wieder in der Form, wie wir da oben sind. Hier. Und dann kann ich entsprechend diese Seite reduzieren, wie wir das eben vorher gemacht haben. Ja, die Fakultät ist diese feste Funktion, das ist ein Wert, und dann kann ich das, was hier steht, reduzieren. Und jetzt sieht man auch schon, was der Punkt da irgendwie bedeutet. Ne? Das ist nämlich, da merkt er sich, wo geht das nächste Resultat. So, das heißt, wir haben jetzt mal 3 Punkt. So, und das Ganze, was hier hinten steht, das reduziert dann wieder zu, also ich mache die, eigentlich muss ich jetzt hier wieder was machen, das lasse ich wieder weg. Eigentlich kommt ja wieder Punkt, Punkt, Punkt. Steht dann also da, if 0, dann steht ja 2, 1 mal 2 Fakultät von der 2, 1 abgezogen. So, und das auch wieder etwas abgekürzt. Meine 2 ist nicht 0, also steht dann hier mal 2 Fakultät von 2-1. So, und jetzt können wir das hintere wieder nicht, also hierzu habe ich jetzt wieder keine Regel, also ich muss das hier erst wieder reduzieren, aber ich kann das Ganze hier umschreiben. Das ist das gleiche wie e mal 3 mal 2 Punkt. So, und jetzt steht hier wieder. Doofe Frage, wann kam eigentlich die 2 ins Spiel? Oder müssten wir die ganze Zeit das nicht evaluierte minus 3, 1 durchschleppen? Ja, das war mein Punkt, Punkt, Punkt. Also das habe ich jetzt, also das schenke ich mir jetzt hier, ja. Also die 2 kommt eigentlich kommt die 2 vorher ins Spiel, weil ich muss jetzt erstmal die ganze Geschichte hier nochmal hier mitmachen. Und dann steht das am Ende. Und dann habe ich irgendeine Auswertungsregel für Minus, wenn ich das jetzt nicht church kodiere. Also wir kriegen schon eine 2 evaluiert und schleppen nicht den Ausdruck. Genau. Nee, das ist sozusagen ja Call by Value, nicht Call by Need sozusagen. So wie wir umformuliert haben. Also der Punkt ist der, dass hier immer ein Wert stehen muss, ja? Deswegen ist es Call by Value. Mhm. So, wie wir jetzt sehen, also was jetzt irgendwie erscheint, ist dann dieses Ding nach einer Zeit. So. Und jetzt können wir das Ganze, was ist das jetzt? Kann ich das Ganze wieder entsprechend umformen? Es gibt genau eine Möglichkeit, das Ganze wieder in eine Form zu bringen, wo ich weiter reduzieren kann. Nämlich 2 Punkt, Klammer zu, so. Und dann haben wir jetzt hier mal 2, 1. Okay, und das mit unseren Auswertungsregeln formal, die ich nicht hingeschrieben habe, ist es dann offensichtlich 2. Mal 1, 1, oder? Mal 1, 1, danke. Haben wir mal 3 mal 2. Eins. Gut, und dann ist es klar, dass wir irgendwann dann auf 6 kommen. Nee, wir kommen auf diesen Ausdruck, ja? So, das heißt also, man kann so nach und nach das Ganze reduzieren. Also was ist der, also weil, wie gesagt, wenn E jetzt einfach ein Punkt ist, dann steht hier unten wirklich einfach 6 und oben sind wir mit Fakultät von 3 angefangen. Warum heißt das Ganze Auswertungskontext? Ja, am Anfang war das jetzt nur eine Hilfe, um die Ableitungsregeln im Lambda-Kalkül möglichst einfach schreiben zu können. Ja, weil ich eben keine strukturellen Regeln so brauche. Gucken wir mal nach oben. Ja, das ist einfach nur die einzige Auswertungsregel. Und den Rest bekomme ich einfach damit, dass ich die ganzen Sachen rein, also einfach das E entsprechend umforme. Wir können uns aber das E auch anders vorstellen. Das E ist nämlich, in E steht drin, was alles noch zu machen ist. Also hier an der Stelle haben wir irgendwann mal die Fakultät von 1 ausgerechnet bei unserer Rekursion. Aber das ist ja nicht das fertige Ergebnis, sondern wir müssen danach noch das Ganze mit den vorhergehenden Berechnungen mit der 2 und der 3 multiplizieren.
Also in einer konventionellen Programmiersprache würde das E also irgendwie einfach den Stack modellieren. Also das ist sozusagen, was noch an Berechnung da ist. Ja? Also das hat überhaupt nichts mit freien Variablen oder sowas zu tun, gegen Kontext? Nee, das ist wieder da, wo ich sozusagen die... Das war nur mein erster Verdacht, also genau. Kontext gegeben hat. Nee, das ist halt einfach erstmal nur, also anschaulich einfach, was steht an Berechnung noch an. Das sieht man ja hier. Ich weiß nicht, wo die Assoziation herkommt. Also ein Kontext ist doch ein Baum, wo man ein Loch raussägt. Das ist der Punkt sozusagen. Also ein Term, Baum, Ausdruck, Baum. Mit Loch, genau. Und das hebt die Information auf, was du dann eben noch offen hast. Am Ende. Genau. Das ist der Stack plus die Struktur dessen, was du gemacht hast. Und plus die Kontrollstruktur letztendlich. Ne? Genau. Also wenn man das, deswegen reicht eben auch nur die Darstellung von D. Das ist die praktische Darstellung der Gesamtinformation. Ich glaube, das geht sogar auf Konrad Zuse zurück, oder? Das weiß ich nicht. Da gab es sogar keinen Stack damals. Der hat das so direkt berechnet irgendwie. Aber gut, wir werden das Ganze aber auch noch ein bisschen. So, wir werden das gleich noch ein bisschen genauer sehen. Machen wir die andere Fakultätsfunktion. Was ist dieser Blödsinn eigentlich hier? Also die abstellen. Einfach weiter tippen und ignorieren vielleicht. Ja, wahrscheinlich ist das eine gute Idee, ja. Oder die Handtasche wieder aufdruckt. Ich glaube, das war ein Schloss. So, ich tippe aber nichts mehr ein, was er erkennt. So. Also jetzt mal die ganze Fakultät mit dem Akkumulator. Das heißt also, die neue Fakultät hier, schauen wir mal Fakt 2, die übernimmt jetzt zwei Werte, und zwar soll sie berechnen n Fakultät mal a. Was bedeutet das Slash? Nichts. Teil des Namens. Das ist ein Funktionsname erlaubt. Mhm. Einfach die zweite Variante. Von genau. Also der Vorteil ist, je mehr Syntax man rauswirft aus der Programmiersprache, umso mehr Buchstaben, also umso mehr Zeichen hat man zur Verfügung für sinnvolle Variablennamen. Also ist er Buchstabe. Ja, sozusagen. Genau. Okay. Aber ich meine, es ist doch klar. Ich meine, ein Minus als Bindestrich. Genau, ich meine, es gibt, wenn ich sowas schreibe, dann muss doch durch offensichtlich erlaubter Variablen-Namen. Es spricht ja nichts dagegen, wenn man es weiß. In dem L ist das ein symbolischer Identifier, das wäre ja ein gewischter alphabetischer und symbolischer. Das kannst du dem L. Das ist irgendwie so Operator Overloading. Aber es ist nicht Prolog, wo man das Slash formal ständig. Achso, nee. Das ist ja gut, insofern hat es zwei Variablen, also soll berechnen N-Fakultät mal A. So, und in dem Fall kann ich natürlich Folgendes machen. If N ist 0, dann. So, gib einfach A zurück und ansonsten gib zurück, was rauskommt, wenn ich von N1 abziehe und A mit N multipliziere. So, und das ist offensichtlich auch eine mögliche Definition der Fakultät. So, wenn wir jetzt hier, also das wäre jetzt auch irgendwie 3 Fakultäten mal 1 wäre das gleiche. So, dann ist dieses Programm, also der Schema würde sagen, das ist jetzt nicht rekursiv, sondern es ist iterativ, und das sehen wir jetzt auch, wenn wir das hier auswerten. Also was muss ich wieder machen? Ich muss das gleiche machen, was im Prinzip da oben steht. Also Lambda NA, Punkt, Punkt, Punkt. So, das werte ich dann aus nach 3 und 1. So. Das kann ich jetzt wieder direkt ersetzen. Dann kommt hier entsprechend 1 und sonst steht 2 minus n, minus 3, 1 mal 1, 3. So, dann machen wir wieder das mit der Abfrage mit if und 0, das überspringe ich jetzt mal wieder. Das heißt, es bleibt einfach nur das hier übrig. Und ich überspringe jetzt auch mal wieder die Berechnung von 3 und 1. Das kann dann von mir aus ein Register machen, da braucht er keinen Stack. So. Und übrig bleibt ja. So, und was wir sehen ist, dass der Ausdruck hier überhaupt nicht länger geworden ist.
Nein, das heißt, in gewisser Weise speichert er einfach gar nichts auf dem Stack. Denn jetzt, der Ausdruck ist hier genauso, wie er vorher war. Außer, dass die Zahlenwerte sich geändert haben. Das heißt, es ist klar, dass das Ganze dann entsprechend weiter reduziert zu, so, aus der 2 wird jetzt eine 1, hier wird eine 6 raus. Und da wird noch 0 und eine 6 und das wird dann zu 6. So, das ist also die gewisserweise die iterative Version, die auch die Fakultät berechnet. Und wir sehen, dass der Auswertungskontext hier nicht anwächst. Du rutschst aber aus, dass die Multiplikation assoziativ ist. Du wertest ja, das an deine Reihenfolge aus wie um. Ja, wobei ich mir das sicherlich auch, ich meine, da kann ich auch hier einige Sachen umdrehen, ja. Ja, ja. Ja. So, und das Ganze können wir ein bisschen formalisieren, nämlich folgendermaßen. Also der Ausdruck E in Lambda XE, der ist, also jetzt, mein Vortrag ist so ein bisschen gemischt Englisch-Deutsch, weil ich ein paar Dinge nicht sinnvoll übersetzen konnte, ja. Der ist in, so, also Tail-Kontext bezüglich dieses Lambda-Ausdrucks, ja. So, Beispiel. Also, in Lambda x machen wir mal E1, E2, E3. So, ja. Da ist E2, E3, ja, nicht in dem Kontext dieser Ausdruck. Ja. Aber der Ausdruck E1, E2, E3. Soweit klar? Also bedeutet an dritter Stelle. An dritter Stelle? Also das Resultat des Lambdas, das Ergebnis. Genau, also wenn etwas sozusagen, also in T-Komplex zu sein, ist eine syntaktische Qualität und also sozusagen ein Ausdruck, dieser Ausdruck hier ist in T-Komplex dieses Lambda-Ausdrucks, ja. Aber es ist genau dieser Ausdruck E, ja, und nicht was in E drin steckt. Wenn, genau, wenn E2 selber wieder ein Lambda-Term wäre, dann könnten da drin wieder Dinge stecken, die in T-Kontext bezüglich dieses Lambda-Terms sind, aber genau. Also für Tail-Recursion kenne ich den deutschen Ausdruck End-Rekursion. Ja, End-Kontext. Ja, also wie gesagt, ich habe nichts dagegen, das End-Kontext zu nennen, aber wenn das gar nicht standardisiert ist, dann bringt es auch nichts, weil dann. Ja, ja. Also wenn jemand. Also Tail versteht jeder. Ja, ja. Also wenn dann. So, genau, und wenn, nennen wir jetzt mal eine, so eine Applikation, können wir auch einen Call nennen, ja, einen Aufruf. Und genau, das können wir definieren. Ein Tail-Call, ja. Das ist eben genau, ist eine, ja, ist ein Aufruf, ja, also gewisserweise die Reduktion von der Applikation, ja, welcher im Tail-Kontext ja, bezüglich eines Lambda-Ausdrucks stattfindet, ja. Also das wäre E1 in diesem Beispiel. Der Aufruf von E1. Der Aufruf von E1, genau. Ja. Also ich habe es jetzt nicht ganz sauber formalisiert, das können andere Leute besser. Wenn jetzt, also wenn ich jetzt diesen Term hier evaluiere, dann passiert damit E1 und E2 und E3 auch noch irgendetwas. Mhm. Ja, und die erben ihre syntaktische, also erben sozusagen die syntaktische Information, dass das im Tail-Kontext bezüglich diesem Lambda stand. So, das heißt aber, wenn ich jetzt auswerte, irgendwann mal werte ich das Ding aus, was auch immer, wozu immer auch E2 und E3 geworden sind. Das ändert aber die Formel hier nicht. Und dann ist das hier nicht im T-Kontext ausgewertet, das Ganze hier schon. Ja.
So, und dann können wir auch definieren. Eine Auswertungsstrategie. Also wie überwiegend die Lambda-Terme, ja, ist so, dann properly tail-recursive. Also eigentlich endrekursiv. Wenn der Evaluationskontext, also im Laufe einer Evaluation, genau dann, wenn oder wenn? Ja. Genau dann, ja, wenn immer der Evaluationskontext. So, wenn immer der Evaluationskontext, ja, eines Tail Calls der gleiche wie der Evaluationskontext des Aufrufes der, ja, der umgebenden, also des umgebenden Lambda-Terms ist, ja. So, also, schauen wir uns mal das im Beispiel hier oben an. Jetzt ist das wieder doch nervig. Wenn ich mit einer dritte Fakultätsfunktion definieren würde, die eine Kopie von der zweiten wäre und die dann verschränkt rekursiv habe, also dass Fakultät 2 im rekursiven Aufruf Fakultät 3 aufruft und 3 rekursiv Fakultät 2. Dann ist ja immer noch, dann ist der Aufruf von Fakultät 3 in Fakultät 2, kann ja im Tail-Kontext stattfinden. Und dann muss der Auswertungskontext muss dann der gleiche sein. Also dass es nach beliebigen Evaluationsschritten, dass man wieder zum gleichen Evaluationskontext kommt. Also man kann da beliebige Schritte dazwischen machen, bis man wieder... Also ihr werdet, das wird im Laufe des Vortrags noch klarer werden, weil wir den noch sichtbar machen werden, diesen Evaluationskontext. Ich meine, du hast ja nicht definiert, was ein Evaluationskontext jetzt ist. Du hast nur gesagt, wann irgendein Ausdruck da drin steht. Mein Evaluationskontext ist mein E. Das sind alles Evaluationskontext. Das ist okay. Noch mal sehen, was war das? Also ganz kurz, um die Frage nachher zu antworten. Also ein Evaluationskontext ist erstmal was Syntaktisches. Ja. Diese Syntax benutze ich, um alle Auswertungsregeln ganz einfach zu formulieren. Da brauche ich keine strukturellen Regeln. Mhm. Einfach auf diese Art und Weise. Und wenn ich jetzt eine Auswertung ist sozusagen etwas, wo ich beginne, E, Ecke, Klammer, Term. Und dann mache ich einfach nach und nach die Schritte. Ja? Das ist einfach die Prozedur auswerten. Das ist jetzt die metasprachliche Geschichte. Genau. So, und das ist so eine Auswertung, wie sie hier steht. Ja. Ja? Und was wir jetzt hier sehen, ist zum Beispiel in dieser Lambda, in diesem Lambda-Term ist... Das ist ein bisschen, also insofern etwas problematisch, weil ich jetzt nicht gesagt habe, was if jetzt wirklich ist. Ja? Aber die Idee ist, wenn ich das Ganze jetzt komplett ausschreibe, dass dieses Ding da, dieser Ausdruck, der ist jetzt wieder, der ganze Ausdruck ist wieder in Tail-Kontext zu dem ganzen Lambda. Genau. Ja? Das Ding da drin nicht. Ja. So, wenn wir jetzt unten gucken. Aber was du hast gesagt, 2 Evaluationskontexte sind gleich. Jetzt ist das gleiche E, das ist ja, das sehen wir hier an dem Beispiel. Also wann sind Also an dem Beispiel hier ist dieses Ding da. Ja. Das ist, wie gesagt, wenn man jetzt noch das Ganze erweitert für das If und so weiter, dann ist das im Tail-Kontext zu dem ganzen, zu dem Lambda-Ausdruck. Ja. Und wir sehen, dass wenn ich diesen Lambda-Ausdruck auswerte, hier wie das E, ja, ja, das ist das gleiche E, was hier vorne steht. Das wird im gleichen Kontext ausgewertet im Laufe der Auswertung. Das E hat sich hier nicht geändert. Aha. Oben wurde das E mal länger. Also von erste Zeile mit dem E? Das ist das gleiche E wie das gleiche E da. Aha, also E von Fakt 2. Diese zwei Sachen sind der Evaluationskontext dann.
Weil nur, die, nee, die, das E, nur das E. E ist Evolutionskonstant. E ist ein Ausdruck mit einem Loch. Ja. So, und dieses Ding heißt aber nur, ich packe das in das Loch rein, damit ist das, hier, ist das Ganze kein Auswertungskontext mehr, sondern das Ganze ist ein Ausdruck. Ja. Und diesen Ausdruck evaluiere ich. Ja. Und ich evaluiere den mit dieser Regel und, ich meine, das ist jetzt eine Theorie, was wir jetzt nicht bewiesen haben, aber es, ich kann es sozusagen immer genau auf eine Art und Weise machen. Okay, und du musst jemals diese Punkt- und dann neue eckige Klammerkonstruktion machen. Genau, weil ich ansonsten nicht weiter reduzieren kann. Okay. Also die eckigen Klammern sind nur eine Notation für eine Paarbildung aus dem Kontext und dem Term, den man gerade bearbeitet. Die eckige Klammer ist... ist das also, die Operation, die das gedanklich da einsetzt? Also ist das ja, Syntax genau. Oder Semantik? Ah, gut, das war am Anfang, ist es einfach... Also wenn ich rein formal den Kontext mit seinem Loch nehme und den Term, genau, das ist sozusagen nebeneinander stehen habe. Das ist richtig, dann ist es einfach jetzt zunächst mal einfach Syntax, das ist sozusagen E kann ich auch auffassen als, in der Hinsicht fasse ich E einfach auf als Metafunktion, in die ich einen Term einsetzen kann. So, aber Theorem, wenn ich Ableitung mache, dann kann ich Ableitungen nur auf genau eine Art und Weise machen, ich weiß immer genau, welcher Schritt als nächstes kommt und jeder Schritt ist von der Form irgendein eckige Klammer und jetzt kommt ein elementarer Reduktionsschritt. Mhm. Und damit ist dieses E, was hier vorne steht, eindeutig definiert, weil ich kann sonst den elementaren Reduktionsschritt nicht machen. Und das ist das E, von dem ich heute spreche. Das wäre leichter und ständig, wenn es formal da stehen würde. Das darf ich aber anders gerne noch formalisieren. Also, ja? Sagen wir mal, also es scheinen mir zwei Sachen parallel gedanklich zu sein. Das eine ist, also ich formalisiere aus dem Kontext. Es ist die Seite, kann man auch nochmal rauffahren, wo das E eingeführt wird, diese Kategorie E. Also da wird ja formal gesagt, das ist gewissermaßen so ein Quasi-Ausdruck, der genau ein Loch hat. Und dann genau. Aufgrund der Linearität dieser induktiven Definition hat er genau ein Loch. Genau. Dann haben wir syntaktisch einen Term, wo wir an einer Stelle ein Loch haben. Und da kann ich einen anderen Term noch reintun. Genau. Das ist dann das, was die zweite Komponente dieser Notation ist mit den eckigen Klammern. Und das genau. Zweite, was du gerade gesagt hast, ist die Vorstellung, ich habe einen Term und zeige an eine Stelle in dem Term, an dem ich reduzieren möchte. Und dadurch zerfällt der nämlich in einen Kontext und in einen Unterterm, in einen Teilterm sozusagen. Genau, und es gibt sozusagen in jedem Auswertungskontext gibt es, in jedem Term, in jedem Ausdruck gibt es genau eine Stelle, wenn er nicht überhaupt schon ein Wert ist, den ich rausnehmen darf, sodass das Ganze rausgenommen ein Auswertungskontext ist und ich, das ist im Prinzip alles, ja. Also es gibt sozusagen genau eine Möglichkeit, immer etwas rauszunehmen. Kannst du noch ein bisschen runterscrollen? Aus dem Term. Also das liegt daran, dass hier vorne hier mein Wert steht, ja, den kann ich nicht weiter reduzieren. Und das sorgt mal einfach dafür, dass ich sozusagen immer als erstes das hier auswerte und dann das hintere. Also die nicht reduziert, aber da können wir dann mal ganz auflegen. Die nicht reduzierbaren Werte, also V sind nicht reduzierbare genau. Dinge. Und das sind hier zufälligerweise Dinge, die vorne einander haben. Genau. Und diese Church-Numerale und dieser ganze Rest ist ja alles so dargestellt, genau. Dass da immer Lambdas vorne stehen. Und wenn, also ansonsten würde ich jetzt hier oben noch 0, 1, ja, genau. Aber das war das, was implizit war. Und das zweite, das if, das ist jetzt für die Tailcalls auch wichtig, dass das if sich so sequenziell verhält, wie man das meistens sich vorstellt. Ist das jetzt in der Beschreibung schon drin? Steckt das da schon drin? Oder ist das irgendwo noch was Implizites, dass das if wirklich so ein sequenzielles if ist, dass ich erst diese Bedingung normalisiere und dann in einen der beiden Teilausdrücke gehe? Was soll if x, y, z sein, ja? Das wäre jetzt in Church-Codierung, ja, wäre das einfach x, y, z. Das ist ein Prozeduraufruf. Und damit ist also sozusagen, also jetzt wieder recurring, ja. So, damit ist klar, wenn jetzt irgendwie, x reduziert ja irgendwann mal, einfach muss das in den Lambda-Term reduzieren. Genau, das sind die Projektionen dann. Genau, das wird so in der Projektion reduzieren. Und dann ist z, wenn z jetzt wiederum eine. Ein Aufruf ist, also eine Applikation, dann steht Z in Call-Kontext
bezüglich dieses Lambda-Terms. Das heißt, das Z wird im gleichen Evolutionskontext ausgewertet wie dieser ganze Term. Und deswegen konnte ich unten etwas salopp sagen, dass der Teil hier, Entschuldigung, dass der ganze Teil hier, ja, im gleichen Evolutions, also dass das in Tail Position bezüglich dem ganzen Lambda-Term ist. Das ist eigentlich zunächst mal Tail Position bezüglich des Lambda-Terms, der im If drin steckt. Aber weil das If selber im Tail-Kontext vorkommt. Ist denn das jetzt ein striktes oder ein nicht striktes If? Das ist mir jetzt nicht ganz klar. Also es ist. Nehmen das einfach so als Funktion. Achso, ja, jetzt ist es momentan, das ist momentan ein striktes If, ja. Das ist momentan ein striktes If. Aber ich kann es auch nicht strikt machen, ja? Das ist jetzt. Aber ich komme mal wieder. Sagen wir mal, das behalten wir im Hinterkopf, das sind so wichtige Details, aber. Also ich muss erst, also ich meine, das liegt aber daran, dass ich momentan einfach YZ komplett auswerte, ja? Mhm. Also das kann ich natürlich, ich kann natürlich die wieder in Lambda-Terme, in Lambda-Terme reinschreiben, ne, um die Auswertung zu verzögern. Gut. So, ich sollte mal runtergehen, hat irgendjemand? Ja, bei dem zweiten Beispiel, die dritte E-Zeile. Sieht man die Klasse eigentlich? Hier, da haben wir ja das minus 3 einstehen und das mal 1, 3. Ja. Und, also eine Zeile weiter oben. Ja. Genau, und um daraus eben 2 und 3 zu machen, muss man das ja auch mit einem Punkt wieder reduzieren. Genau, da wird der Auswertungskontext ist erstmal größer. Genau, ja, du sagtest, es ist eindeutig definiert, was ich durch einen Punkt ersetzen kann. Und hier sieht es für mich so aus, als hätte ich jetzt erstmal die Wahl, ob ich dann... Nee, also es ist sozusagen etwas, ich kann eindeutig eine Sache durch einen Punkt ersetzen, sodass ein Evolutionskontext rauskommt und ich das Ding auch dann sozusagen bei der Reduktion anwenden kann. Also ich darf jetzt hier dieses Ding hier nicht durch einen Punkt ersetzen, weil beim Evolutionskontext, wenn er hinten steht, dann muss vorne ein Wert stehen. Also ich reduziere das von links nach rechts. Ja? So, jetzt habe ich vergessen, was davor stand. Mal, was war das? Mal 1, 3, ja. Ja, also das ist sozusagen auch hier wesentlich, dadurch wird es eindeutig. Mhm. Weil hier das V steht. Gut, und jetzt können wir einfach folgenden Satz formulieren, ja. Der Lambda-Kalkül, jetzt muss ich wieder genau zu sagen, ja, call by value, ja, der ist... properly tail recursive. So, das heißt also, das haben wir jetzt in dem Beispiel gesehen, das kann ich jetzt versuchen auch zu beweisen, dass eben ein, dass der Auswertungskontext eben nicht wächst, gewisserweise bei T-Cords. So, jetzt um zu sehen, dass etwas nicht properly tail recursive sein kann, gucken wir uns mal eine andere Programmiersprache an. Gucken wir uns mal C an. Nee, keine Klammer. So, also, gucken wir uns auch mal die Fakultät an, ja? Wir hatten doch vorhin also die erste Fakultätsfunktion. Moment! Oder? Die ist rekursiv, das ist irgendwie klar. Mhm. Hier gibt es aber die Fakultätsfunktion kann ich sozusagen nicht testen, ob etwas. Properly tail recursive ist. Denn die Aussage war ja nur, dass Dinge, die im Tail-Kontext stehen, im gleichen Auswertungskontext ausgewertet werden. Okay. Also der Punkt ist einfach der, dass hier die Fakultät da oben, dass die ja nie im Tail-Kontext steht, weil ich sie dann nachher mit N multiplizieren muss. Mhm. Und das muss ich sozusagen mir irgendwie merken. Das ist hier sozusagen auf dem Stack drauf. Okay. So, aber hier unten muss ich mir gewisserweise nichts merken. So, und jetzt eine vernünftige Programmiersprache, die ist natürlich properly tail recursive. Da gibt es auch Programmiersprachen, wo man sich nicht rechtzeitig Gedanken gemacht hat darüber. Also gucken wir uns jetzt hier mal diese Funktion an, ja. Also das wäre jetzt die Fakultät 2. Also, was sollte ich mit dem Listbuffer schreiben hier? Punkt C reicht schon. Ja, aber
Also, wie vorhin. Das heißt, also wenn n gleich 0 ist, dann gibt a zurück und ansonsten gibt zurück die Fakultät 2 von n minus 1 und n mal a. Gut, so, das ist jetzt exakte Übersetzung der Funktion, die wir gerade eben geschrieben hatten, in c. Jetzt gibt er a. Jetzt ist sozusagen dieser Ausdruck hier, ja, der ist gewisserweise wieder im Tail-Kontext. Das Ganze nur etwas komplizierter zu formulieren jetzt für C, aber das ist auch wieder eine taktische Eigenschaft von Ausdrücken. Das ist. Okay, gut, dann gucken wir mal, was das jetzt hier? So. Okay, so, dann machen wir mal, gucken wir uns das ganze Ding mal an, was da rauskommt. Was macht bloß S? Das sehen wir jetzt gleich. Also, kombiniert einfach einen Assembler. Und jetzt haben wir hier auch die Funktion Fakultät 2. So, und was er jetzt macht, ist, also hier oben kommt bla bla bla. Hier baut er erstmal ein Stackframe auf, das spielt jetzt auch keine Rolle. So, aber hier geht es jetzt los. Also hier vergleicht er jetzt den Wert in 0, also er vergleicht hier 0 mit dem, was in dieser Speicherzelle drin steht. So, was steht in dieser Speicherzelle drin? Naja, das kam vorher von dem Register EDI hier rein. Und EDI ist in der Standardaufrufkonvention der erste Parameter. ESD ist der zweite Parameter. Also der Vergleich erstmal, das war das N. Ist N gleich 0? Aber wenn das nicht gleich ist, dann springt dann das Label 2. Das sind wir nämlich hier. So, dann multipliziert er, entschuldigung, bewegt er erstmal die Speicherzellen nach EAX. Dann multipliziert er das, was jetzt in EAX drin steht, mit dem hier. Das war das A mal das, entschuldigung, das A mal das N. Ne, und N mal A. Dann bewege ich das Ganze nach EDX, ziehe einen ab und schiebe das Ganze wieder nach in das neue A. Das sind jetzt nämlich die Parameter für Fakultät 2 wieder. Und jetzt rufe ich wieder Fakultät 2 auf. Und dann springt er hier oben wieder hin. So, und läuft er durch und so weiter und so weiter. So, was macht er jetzt, wenn er irgendwann mal feststellt, dass der hier übergebene Wert, das N ist 0, dann springt er ans Label L3. Und da steht jetzt irgendwo mal hier, also mit Leaf räumt er den Stack wieder auf. Damit macht er das, was er hier oben mal gemacht hat, wieder rückgängig. Und den Stack weiter zurücksetzen und macht dann einen Return. So, und was macht Return? Return springt dahin zurück, wo das Call herkam. Das heißt, er springt dann irgendwie wieder hier zurück. Ja, also irgendwann wurde ja sozusagen, irgendwann wurde das dritte Mal aufgerufen, dann ist er hier unten, weil er n gleich 0 ist. Dann springt er zurück an die Stelle, dann springt er wieder zurück, dann springt wieder zurück, dann springt wieder zurück. Und irgendwann mal ist er dann durch und dann springt er endgültig zurück, wo auch immer dieser Aufruf herkam. Ja? Ich kenne Mull, was macht Imull? Das ist die einzige Instruction, die Signed Multiplication. Ja, genau. Also das ist das funktioniert für da funktioniert sozusagen die zwei Komplementgeschichten nicht so wie bei Addition und Subtraktion. Also bei Addition und Subtraktion ist es egal, ob ich das nur als unsigned oder signed Integer interpretiere. Bei der Multiplikation macht es einen Unterschied. Ah, okay. Ja, deswegen kann ich nicht, da brauche ich zwei Sachen. Okay, und vielleicht noch als Kontext für alle Zugucker, das ist AT&T-Syntax, das ist ein bisschen ungewohnt. Da kopiert er alles von links nach rechts und alles mit Prozent sind Register. Ja. Weil meistens hat man immer Intel-Syntax. Und ich hab meistens AT&T-Syntax. Ah, okay. Und steht ja da, also ich meine, das kommt ja da. Ja, also. Und warum ist das 32-Bit-Code? Stimmt, das ist auch noch eine gute Frage. Obwohl, nee, ist ja nicht 32-Bit-Code hier, aber was, also... Ah. RST aber ja, ATP ist 64-Bit, aber EAX ist dann wieder 32-Bit. Aber die Calling Convention über den Stack... Ach nee, nee, das ist ja gar nicht... Ah, nee, Entschuldigung. Sorry. Nee, also ich meine, dass der Punkt ist... Also der Punkt ist der, ich habe ein Integer definiert und das Memory-Model vom... Und der Linux ist das Int immer noch 32-Bit ist und nicht 64-Bit. Mhm.
Also wenn ich Long schreiben würde, dann würde er hier aus RDIs rausladen. Genau. Und wir mussten nur auf den Stack, weil das die lokalen Variablen der Funktion sind, die Calling Convention gegenüber Register hier. Ja. ESIEWI. Genau, genau. Das ist sozusagen die ersten sechs Parameter, Integer Parameter oder Pointer gehen in den Register. So, und der Punkt ist einfach der, hier ist sozusagen der Evolutionskontext, ist sein Stack. Und jedes Mal, wenn er Call macht, packt er auf den Stack, wo war ich, wo komme ich her, springt dann dahin und bei Red holt er sich vom Stack her, wo war ich. Und dadurch baut er jetzt hier den Stack auf, obwohl das Ganze eigentlich, also der Evaluationskontext ist immer größer. Wenn wir jetzt eh schon GCC10 machen und nicht C99 oder irgendwas, kannst du das Optimierungslevel erhöhen und an die Funktion am Anfang ein Unterstrich, Unterstrich Attribute Tail Recursive oder Tail Call oder irgendwas machen. Das machen wir einfach so. Das macht er automatisch? Ja, also jetzt sieht es ein bisschen wilder aus, das Ganze. Also. Multimedia. Nice. So, pass mal, also als erstes, vielleicht, egal, gut. Also, jetzt geht's wieder los mit Fakultät 2. Was er als erstes hatte, merkt er, braucht gar kein Stack hier. Also er hat was er vorher gemacht hat, ESP zu sichern und den Standard-Prolog hat er nicht gemacht. Er guckt das jetzt einfach nur, ob das Ding da oben null ist. Gut, wenn das der Fall ist, dann springt nach L7, was auch immer das ist. Und ich habe keine Ahnung. Load Effective Address. Also was er hier macht, ist einfach, das ist die Speicherstelle, die adressiert wird von RDI-1 und Load Effective Address ist die Adresse der Speicherstelle. Das ist einfach nur die Schnellversion von EDX ist gleich RDI-1, weil es keine 3 Operanten gibt. Und ich hatte das immer, aber klar, AT&T. Long, genau. Genau, aber dafür brauche ich diese ganzen Word Pointer oder irgendwas, ja? Weil sonst ja. Ja gut, dafür kann ich Speicherstellen einfach ohne Dollar schreiben. Also das ist ein Schlagzeug. Gut, ich finde minus 12 war Klammer nicht so viel, wie wenn man jetzt RSG minus 12 und dann Klammern. Nee, egal, gut, aber das ist einfach. Deine Lieblingsbrüche ist aber Schluss. Ja. So. Was auch immer gerechnet, ja, und ist, also was er hier macht, ist ein bisschen Loop Unrolling, ja. Das ist, er kriegt damit, es geht sozusagen keines Parallelrechnen, ja. Wenn er also die Fakultät von 1000 ausrechnen will, ja, dann kann er sozusagen, wenn er entsprechend große Register hier nimmt, wo dann irgendwie 4 Integer reinpassen, dann kann er 4 Durchgänge auf einmal machen. Und das ist das, was er jetzt hier macht, deswegen wird es ein bisschen grauselig, aber es, wie gesagt, geht schneller, aber man sieht irgendwo, hier unten ist doch nirgendwo ein Call, ein Red oder irgendwas auf. Ja, irgendwann kommt ja mal, springt er nach L1 wieder zurück und das war's, ja. Und hier nochmal nach L1. Aber er wird das einmal nicht los. Nee, das sind die Fälle, wo er ja nicht viel auf einmal multiplizieren kann. Ja, stimmt. Ja? Aber ich vielleicht. Vielleicht ist O2 besser. Ich erkenne das Programm noch eher. Ja, das war besser. Okay, gut. Also jetzt hat er keinen Loop-Unrolling gemacht. Also, jetzt testet er wieder, den Stack hat er eh weggelassen, ja, testet wieder, ob EDI gleich 0 ist. Dann packt er schon mal, nach ERX kommt immer der Return-Wert, da kommt er schon mal sicherheitshalber rein. Wenn die beiden gleich sind, springen nach, wenn das Ding 0 ist, springen nach L2. Dann kann er einfach rausgehen. Was soll der Prefix da? Keine Ahnung, was der soll. Und ansonsten multipliziert das Ganze, zieh einen ab und springt wieder zurück. Das Ganze ist also automatisch tail-recursive geworden. Ja? Ich habe noch eine Frage zu den Labels. Ja? Also dieses Mal nicht irgendwie gegen ETRT, sondern wirklich. ich habe erst das FAC2-Label und das ist dann aber völlig irrelevant und dann kommt dieses LFBO-Label. Der kann ja daraus ein Object-File machen und FAC2 wird ein Symbol im Object-File und das Punkt L, das sind lokale Labels. Wird es dann tauchen Object-File. Ah, alles mit groß L sind immer lokale Labels. Ja. Punkt groß L. Oder genau. Ist da ein Space davor? Punkt groß L, ja. Ah, okay. Nee, sonst muss er, also genau, ich meine, sonst ist ja komplett überschwemmt ein Object-File. Genau. So, aber das ist jetzt sozusagen komplett
rekursiv. Und was kriegt das Rekt vorm Return? Ja, das weiß ich, was der Repetition Prefix da soll, das habe ich auch keine Ahnung, was das macht. Also eigentlich gehört Rekt nur vor irgendwelche. Das zieht doch jetzt ein Register runter, solange bis es 0 ist und Return zu lange, oder? Nee, ich glaube, ich hatte gerade gedacht, das ist illegal vor irgendetwas, was nicht irgendwie Load String oder irgendwas ist, aber keine Ahnung. Es wird einen Grund geben, warum es schneller ist, ja? Also auf Stack Exchange hat die Frage 28 Upwards. Ah, okay, ja. Allein das schöner. Es gibt die Antwort fängt an mit, es gibt einen ganzen Block, der nach dieser Instruction benannt ist, der berühmte RepZRep-Block. Aha. Und auf jeden Fall, es gab wohl mal ein Issue mit dem AMD Branch Predictor und dieses Issue wurde behoben, oder man konnte drum herum arbeiten, wenn man dieses Rep noch vorgeschrieben hat. Ah, okay. Also es macht den Return ein Byte länger und dann hilft es wahrscheinlich den Cache. Es wird von der CPU ignoriert, aber entgeht einer Strafe des Predictors, der sich wohl irgendwie schlecht verhalten hat in dieser Situation. Okay, gut, aber das so, aber also der Punkt ist der, dass die C-Programmiersprache einfach nicht zwingt das nicht. Die erzwingt es sozusagen nicht, aber ich meine, ich kann es sozusagen jetzt so machen. Aber es gibt sozusagen auch Probleme. Also schauen wir mal. Können wir jetzt mal eine Faktor von 100.000. Machen wir jetzt mal int f int. So, was machen wir? So, jetzt schreibe ich nochmal f a hier hin. Ja, das ist jetzt sozusagen F immer noch endrekursiv, ja? Entschuldigung, im Tail-Kontext bezüglich von Fakultät 2, was hier steht. Und was F ist, das ist in irgendeiner anderen Übersetzungseinheit definiert. So, das Ganze funktioniert jetzt auch noch. Anstelle des Return-Befehls hat er jetzt hier, springt er nach F. Ja, das ist, und das add-plt, das liegt daran, dass der Linker dann der dynamische Linker, das du noch ersetzen musst. Weil wie gesagt, die Adresse von F ist ja noch nicht bekannt. Also das funktioniert. Jetzt machen wir allerdings mal das 2, 3, 4, 5, 6, 7 Register. So. So, ich hoffe, das klappt. Ich habe es vorher nicht ausprobiert. So, jetzt taucht hier Call auf. Aha. Ja, und der Punkt ist einfach der, dass jetzt die Register nicht mehr ausreichen, um die Werte alle zu übergeben, ja, von der Calling Convention, sondern er braucht jetzt insgesamt 7 Werte, die ich übergeben muss. Ne? Das erste hier sehen wir schon, das war eher X, was ich ausrede, dann kommt nach EDI. Die nächsten ist S, I, D, X, C, X. So, jetzt haben wir noch R8, R9 und den 6, die 6, ja, die kommt auf den Stack. Also mit Push kommt die auf den Stack drauf. Und jetzt ruft er die auf. Und das Problem ist, dass die bei der C-Aufrufkonvention muss den Stack von den Parametern wieder aufräumen, die Funktion, die das Ganze aufgerufen hat. Also nicht die aufgerufene Funktion, sondern der Aufrufer. Korrektur, das ist die sys5abi in Version 99. Ja. 0.99. Das ist nicht der C-Standard, da habe ich mal sehr lange gelesen. Der C-Standard sagt gar nichts über Konvention. Nee, das sagt gar nichts. Nein, aber es gibt einen gewissen Grund, warum das so ist. Also hierfür ist es sehr schlecht, weil nämlich jetzt die Funktion, also wenn die Funktion f angesprungen wird, muss danach das Stack aufgeräumt werden. Mhm. Das muss aber irgendwo jetzt geschehen, deswegen kann ich nicht mit dem Jump auf diese Funktion draufgehen, sondern muss einen Call machen, damit ich hier nochmal lande. Das heißt, mein Evaluation-Kontext, um dabei im Bild zu bleiben, der ist nochmal aufgebläht worden mit Räume den Stack auf. Und das macht er hier. Es gibt doch, glaube ich, auch noch R10 und R11. Also es gäbe ja eigentlich genug Register, die man benutzen könnte. Oder? Ja, es gibt doch noch R15, aber nee, das nützt natürlich, also irgendwann hört es irgendwann auf. Und zweitens ist die Konvention, deswegen, also. Deswegen habe ich hier f als externe Funktion, damit er eben keine Annahmen machen kann über das f. Weil ansonsten, also wenn ich jetzt sowas hinschreiben würde, dann würde das mir sowieso komplett wegoptimieren.
Oder er könnte noch irgendeine eigene Konvention hier nehmen an der Stelle. Nur wenn f extern ist, muss er die normale. Muss er sich daran halten, ja. Genau. Also der Grund, warum die C-Aufrufkonvention so ist, wie sie ist, liegt daran, wenn ich jetzt so die typische Funktion hier F, ja? Das ist nicht die typische Funktion, das ist der Worst Case. Okay, also das, hier sieht man, also GCC warnt jetzt hier schon mal, was da steht, ja? Weil da nicht genug kommt. Aber so, das Problem ist jetzt, wenn ich so eine Funktion mit einer variablen Anzahl von Argumenten, die hier steht, dann weiß printf nicht, wie viele Argumente kommen hinten dran. Also es weiß sozusagen, der Programmierer von printf weiß, wie er es rausfinden kann, wenn ich hier einen vernünftigen Formatstring übergeben habe, weil hier dreimal %s steht. Aber das weiß sozusagen nicht der Compiler von der Funktion printf. Deswegen kann den Stack nur aufräumen derjenige, der die printf-Funktion aufgerufen hat. Also ich kann eine Funktion mit variablen Anzahl von Argumenten, kann ich mit beliebig vielen Argumenten aufrufen, wie ich will. Und da gibt es ja verschiedene Konventionen dann irgendwie also für die Funktion herauszufinden. Du meinst dann wahrscheinlich C-Deckel, oder? Das ist, glaube ich, der offizielle Name von dieser. So hieß es, glaube ich, früher, ja. C-Deckel, N-Linkage, irgendwie Pascal-Ding. Das kann man auch hinzuschreiben, man kann die Calling-Convention von genau, C auch ändern. Aber ich bin bei X64-Ding bin ich ganz sicher, wie viele Möglichkeiten es da gibt. Kommt drauf an, was der Compiler anbietet. Ja, genau. Manche haben auch internes Zeug, das man dann hinstellen kann. Ja, also ich würde, also nur das war sozusagen eine Sache, weswegen das nicht geht. Eine andere Sache ist, ich kann auch, wenn ich jetzt hier noch irgendeine, machen wir nochmal etwas. Das ging ja, ja. So, jetzt kriegt G die Adresse von H, irgendeine Adresse. Und damit muss H auf dem Stack realisiert werden. Ja? Und damit kann er, dadurch, dass das G jetzt auf dem Stack realisiert wird, muss er das Stack da bleiben, ja? Muss irgendeine Adresse haben. Und deswegen muss er hier wieder entsprechend Call machen. Also C ist eine ineffiziente Programmiersprache, weil man so viel Leute will, Unsinn, aber das macht man gerade. Also, sagen wir mal so, C kann schon, C macht es den Compiler-Bauern ziemlich hart festzustellen, wann sie so eine Optimierung machen können oder nicht. Deswegen reden die auch dauernd immer von Tail-Call-Optimization, was aber eigentlich der Punkt ist, ja. Wichtig ist, dass ich sozusagen bei allen anderen Programmiersprachen, also die properly tail-recursive sind, der Programmierer verlassen kann. Dass der Algorithmus dann abläuft in einem, mit begrenztem Speicher. Und das ist halt hier, in dem Fall, also als Optimization nützt mir das sozusagen nichts für die Korrektheit meiner Programme. Sondern nur, dass wenn ich kein Glück habe, dass es gut funktioniert, ja? Und wenn ich einen guten Compiler habe. Was hat er jetzt da wieder gemacht? Q sind ja die ganz großen, die 64. Ja, ja, genau. Aber was er da oben macht, ist, dass wir, also FS und GS, das sind die einzig übrig gebliebenen Segmentregister bei AMD64 und die nutzt er, um Thread-Local-Variablen zu speichern, aber was... das ist wahrscheinlich... warum ist das ein Thread-Local da, mein extern G? Also das kann so... Was macht der Doppelpunkt? Wir müssen Segment-Selektor drauf anwenden, auf die Adresse 40. Ah... Das FS Doppelpunkt eckige Klammer 40 in dieser Syntax. Ah, okay. Ja, also FS ist ein Segment, das sagt Thread Local Variable. Das sind die einzigen. Aber keine Ahnung. Aber das ist jetzt wichtig, ist hier dieser Core, ja? So, dann verlassen wir jetzt mal C. Und werde liegt, ja? So. Aber sozusagen, man lernt sehr viel, indem man einfach sich merkt, dass man den Strich groß S beim GCC nutzen kann und dann kann man ziemlich viele Sachen ausprobieren. Gut, also kommen wir dann zu Continuations. Also was ist erstmal Reification? Ja, das ist ganz allgemein, ja, das ist sozusagen die Realisierung von Konzepten der Metasprache in der Sprache selbst.
jetzt nicht gemacht. So. Also, wir hatten beim Lambda-Kalkül hatten wir haben wir Ausdrücke gehabt, das waren Ausdrücke des Lambda-Kalküls und wir hatten die Auswertungskontexte. Der Auswertungskontext selber, der war sozusagen zunächst mal nur sprachliches Hilfsmittel. Also Teil der Metasprache. Und was ist jetzt eine Continuation? Das ist die Reification des Auswertungskontextes. Und zwar jetzt in dem Sinne des eindeutigen Auswertungskontextes, wie wir den schon gesehen haben. So, das Ganze können wir jetzt formulieren. Also, was ist der Lambda-Kalkül mit Call CC? So, das heißt, wir haben wieder Variablen A, B, C. So, dann haben wir Werte. So, die Werte sind wieder wie vor. Also Lambda-Ausdrücke. So, jetzt kommt als neuer Wert aber noch hinzu Call CC und als weiterer Wert noch Cont E. So, ich mache jetzt meinen Auswertungskontext zu einem Element der Sprache selbst. Und gut, was ist E? E ist wieder wie gehabt. Und Groß E ist auch, was wir gehabt haben. So, das Einzige, was ich jetzt auch dann vielleicht noch so als Bemerkung, also Quellprogramme enthalten normalerweise kein Cont E, das taucht nur auf bei der Auswertung, ja. Programm sein soll, aber das schenke ich mir jetzt hier. So, was sind jetzt die Auswertungsregeln? Gut, die eine Auswertungsregel hatten wir schon gehabt. Das ist einfach wieder, ich ersetze in E x durch V. So, die nächste Auswertungsregel ist... Also hier nochmal zu der Substitution. Ja. Man kann sich das merken, wenn man das richtig ausspricht. Also E mit V für x. Ja, da hat es Schrägstrich E mit V für X. Aha, also okay, Schrägstrich machen wir also für. Natürlich auch die Reihenfolge. Also E mit V für X. Oh gut, danke. Kann das Ganze in ein Groß-E gesagt werden? Ja. Danke. Das ist ja dann sozusagen genau. Also das ist ja nur, damit ich das Ganze dann. So, genau, und jetzt muss ich auch sagen, was Call CC ist ein V, ja, also das ist ein Value. Genau, wenn ich das jetzt anwende auf das, was soll da rauskommen? Da soll einfach rauskommen, wir nehmen V und wenden das auf Cont E an. Und jetzt muss ich noch sagen, was ist Cont E Strich, das kann ja was anderes sein, auf V ausgewertet. Das wird dann zu E Strich V. So, und hier, also mit anderen Worten, ich kann jetzt, dadurch, dass ich als weiteren Wert Call CC zur Verfügung habe, kann ich jetzt den aktuellen Auswertungskontext einfangen, das ist nämlich der hier steht. Wir haben ja, aber vorhin hatte ich ja gesagt, dass der eindeutig ist, dieses E, ja. Also ich kann sozusagen diese Regel nur anwenden, für ein ganz bestimmtes E. Den kann ich einfangen und den kann ich jederzeit wieder installieren, wie ihn hatte, weil wenn wir jetzt hier das Cont E Strich haben und das wenden wir auf V an, dann soll es genau einfach heißen, werte V aber jetzt aus in dem Evaluationskontext E Strich, also vergessen den alten. Und das ist jetzt Lambda-Kalkül mit Call CC. Und wir haben jetzt explizit gemacht, den Auswertungskontext. Also machen wir an. Wo steht CC? Call with current continuation. Okay. Also warum? Weil dieses Ding hier, ja, ruft V auf mit der aktuellen Continuation und die Continuation ist sozusagen der Auswertungskontext, der an dieser Stelle aktiv ist. Also machen wir ein Beispiel. Das
So. Also, wenn ich jetzt hier plus 1, also wenn ich jetzt sowas habe, plus 1, plus 2, 3, das nervt aber wirklich. Anfügen, Record, Hilfe. Ja, ich habe direkt drauf, was da war, vorhin mal Schloss. F2 zu entblocken. Nee, dann bleibt er erst da. Das ist auch schlimmer, okay. Sorry. Das ist auch irgendwie neu. Cool? Ja, nee. Alkohol 60. Das ist mir jetzt irgendwie zu doof hier. Gut, also. Ja, ich noch bei Warnberg. Gut, vielleicht musst du es einmal anklicken, hier mehr nachlesen. Das will Aufmerksamkeit haben. Das hier mehr nachlesen ist ein Link. Ja, ja, also, okay, also machen wir jetzt so. Also wenn ich jetzt das hier, diesen Ausdruck auswerte, dann wissen wir jetzt schon, also, wir nehmen 1 und jetzt wollen wir da was drauf addieren, aber wir müssen das erst auswerten, was wir auf die 1 drauf addieren wollen. Das heißt sozusagen, in unserem Evaluationskontext, auf unserem Stack, steht erstmal, okay, wir müssen noch 1 addieren und jetzt machen wir erstmal das. Und dann kommt das raus und wenn ich das jetzt hier auswerte, kommt natürlich auch noch 6 raus. So, jetzt können wir aber auch uns mit Call CC. Das ist, da hat sich jemand wirklich Mühe gemacht, das unbenutzbar zu machen. Okay, jetzt kann ich mir aber auch hier mit Call CC den aktuellen, die aktuelle Continuation greifen, ja. Die nenne ich jetzt einfach C. So, und jetzt kann ich natürlich jetzt hier weiterhin einfach plus 2, 3 schreiben. Und passiert nichts, ja, außer dass jetzt C, ich meine, den Wert C vergesse ich ja sofort wieder. Da steht dann sozusagen die Continuation drin, die noch plus 1 macht. Ja, also sozusagen, da steht noch drin plus 1 Punkt. In dem C drin. So, aber was ich jetzt machen kann, ist, ich kann jetzt natürlich diesen Ausdruck hier nochmal nehmen. Und jetzt schreiben wir hier C2 hin. So, was er dann macht, ist, nachdem wir es noch gerade gesehen haben, sobald er jetzt, also in C steht jetzt ein Ausdruck von Cont E. Ne? Was wir vorhin hatten im anderen Fenster, was man es gerade nicht sieht. Da steht der Ausdruck von Cont E und zwar dieses Groß E, das ist ja aber plus 1 Punkt. Und was er da macht, ist, nimm dann die 2 und werte die aus in dem Evaluationskontext plus 1 Punkt. Und das heißt, er vergisst dann einfach diesen Kontext hier, dieses, ich muss ja eigentlich auch noch die 3 nachher noch addieren, den vergesse ich einfach und was rauskommt, ist 3. 1 plus 2. 1 plus 2, ja. Also gucken wir nochmal hier hin. Ja, also das sieht man hier an der letzten Zeile. Sobald ich in dem Evaluationskontext V anwende auf Cont E', ja, dann vergesse ich immer, was auch immer das E war, wo ich gerade war, vergesse ich und springe einfach hier nach in meinen Evaluationskontext E' rein. Und das ist das, was wir da oben gemacht haben. Also jetzt, kann ich so etwas wie Exceptions damit wunderbar programmieren, weil ich nicht meine aktuelle Berechnung aber abbrechen kann und zu einer vorhergehenden Position zurückspringen kann. Der Punkt ist ja, ich komme auch wieder zurück, allerdings, wenn ich jetzt nämlich hier, kann ich den Evaluationskontext ja nochmal fangen. Wenn ich dann zurückspringe, dann kann ich den ja hier auch übergeben, anstelle von der 2 zu übergeben, könnte ich auch den Evaluationskontext von ganz hier unten übergeben und dann kann ich jederzeit dann wieder zurück. Das heißt, ich könnte zum Beispiel einen Exception-Händler bauen, der aber auch Sachen korrigiert. Also beispielsweise, ich öffne eine Datei, Leute ist nicht da, dann springt den Exception-Händler an und der könnte dann zum Beispiel dafür sorgen, dass die Datei irgendwo her kopiert wird und springt dann wieder zurück und liefert dann wieder auf die Datei. Also das wäre eine Möglichkeit, was man damit machen kann. Ja? Wird es was ändern, wenn ich 3 als ersten Parameter für Plus übergebe? Wo jetzt? Hier? Ja. Nee, das würde nichts ändern, weil er sozusagen Call by Value hat. Das heißt, er muss die 3 erst auswerten.
Was, also, gehen wir nochmal hier. So. Also, das hier würde jetzt nichts ändern. Weil das ist sozusagen, was aber was ändern, also was sozusagen nicht definiert ist, zumindest in Scheme, ja. Ist das Ding hier. Er sagt nicht, in welcher Reihenfolge er das auswertet, aber erst erst C3 und dann C2 oder umgekehrt macht. So wie wir das vorhin definiert haben, dann hat er ja von links nach rechts ausgewertet. Ja, also da würde jetzt 4 rauskommen. Und nicht 3. Und Racket wertet auch vorne aus. So, die... Moment. So. Okay, dann die Frage ist jetzt, was können wir... also wie können wir jetzt das Ganze umsetzen? Und da kommen wir jetzt zur sogenannten CPS-Transformation. So, und CPS steht für Continuation Passing Style. Und die Idee ist, wir nehmen einen Lambda-Ausdruck, in dem Call CC vorkommt, und wandeln den um in einen in gewisser Weise äquivalenten Lambda-Ausdruck, in dem das Call CC nicht mehr vorkommt. Das heißt also, wenn ich jetzt eine Programmiersprache habe, die ich mit Call CC implementieren möchte, dann kann ich diese CPS-Transformation anwenden und habe dann und das Call CC ist dann eliminiert und dann brauche ich mich nicht mehr darum zu kümmern, wie das Ganze funktioniert. So, wir hatten ja schon Formen des Lambda-Kalküls definiert, was sind jetzt die CPS-Formen? Das sind die folgenden. Also die CPS-Transformation ist die Antwort auf die Frage, wie ich meine Sprache hochrüsten kann, sodass die Continuation versteht, wenn sie noch nicht von raus ausmöglichen. Ja, sozusagen, genau. Also jetzt gehen wir wollen jetzt sozusagen eliminieren. Ja. Also ich meine, das ist auch sozusagen eine Möglichkeit, was jetzt ein Scheme-Compiler machen könnte. Ja, erstmal. So, also, das bleibt wie gehabt, ja. Und Richie, das haben wir auch bei Pucks gemacht, bei Pro 6. Pro 6 hat ja auch Continuations, ja, was gibt nicht. Also einmal eine CPS-Transformation davon. Ah. Ja. So, die, Entschuldigung, das sind die Werte. So, jetzt kommt als neuer Teil, kommen jetzt Atome. Und zwar ist ein Atom ist einfach entweder X oder eine Variable oder ein Lambda-Ausdruck, also ein Wert. So, und jetzt sind. Nee, macht ja nichts. Ich weiß nicht, was hat um Perl 6, Perl 6 hat in der Sprache auch Continuations. Ja. Aber ist so halb in C und so halb in not quite Perl implementiert. Ja. Und da müssen die vermutlich das auch irgendwo machen. Ah, okay, ja. Aber also Racudo kompiliert doch auch LLVM, stimmt das? More VM. Die eigene VM. Genau, und ich glaube, die More VM bringt doch Continuations von Haus aus schon mit. Ja, aber dann bei der Implementierung von der VM. Genau, richtig. Aber wenn das jetzt einfach so ein Just-in-Time-Dings ist, dann liegt halt die Verantwortung beim Block. Ja, aber das Problem ist jetzt, wenn ich ein Programm und dieser CPS-Transformation unterwerfe, ja, und dann muss ich sicher sein, dass dann das Programm, was dann auswertet, also dass sozusagen meine Auswertungsstrategie des resultierenden Lambda-Terms, dann wirklich proprietär recursive ist. Und das ist halt, deswegen nützt mir nichts, ich kann es zwar einfach umformen, und das kann ich dann mit GCC kombinieren, aber wenn ich nicht sicher bin, dass er die Optimierung da macht, dann klappt das mit dem Stack. Genau. Und eine Möglichkeit, das lohnt sich mal, sich mal anzugucken, ist der Chicken Scheme Compiler. Der macht die CPS-Transformation, übersetzt das Programm danach nach C und dann lässt er den Stack immer größer werden und benutzt den Stack als Heap. Und dann irgendwann mal, wenn der Stack fast voll ist, macht er eine Garbage Collection und das bedeutet, er macht einen Long Jump raus, also sozusagen die C-Version von Exception Handling. Und kopiert dann alle Werte auf den eigentlichen Heap, die im Stack noch live sind. Und dann baut er den Stack neu auf. Also er nutzt sozusagen den C-Stack als ziemlich schnelles Alloc. Genau, das ist... Ich habe nicht verstanden, warum die überhaupt C generieren, ist das historisch bedingt?
Na, also heutzutage haben wir ein Instruktionsset im Wesentlichen x86-64. Naja, ARM brauchen wir auch noch. Ja. PC, naja. Oder irgendwann dachte ich, dass andere Leute mal zu diesem LLVM Intermediate. Nee, das ist ja nicht stabil. Achso. Ah, okay. Ja, das ist einfach, das ist keine stabile Intermediate-Sprache. Außerdem ist sie auch eher auch wieder für gedacht, also sozusagen mal guckt, was die kann, dann ist sie optimiert für als C-Backend. Und ich meine, das wird es auch bleiben wahrscheinlich. Der Fluch des C-Backends oder der C-Konvention wird das die nächsten Jahrzehnte noch begleiten. Ja. Also, genau. Nein, ich meine, das WebAssembly ist auch genau danach gemacht, dass es C ausführen kann. Fun Fact, das ist auch der Grund, warum Haskell sein eigenes Backend hat und das nach LLVM kompilieren eben nicht so gut und schnell ist, weil LLVM für C ausgelegt genau. ist. Aber sozusagen der Vorteil ist, ich meine, was der GCC bei O3 da gemacht hat, ja? Ich meine, das will keiner nachprogrammieren, ja? Also ich meine, das Wissen hat man auch nicht. Ja. Ich glaube auch, dass die LLVM-Leute sich da sehr viel mit den GCC-Leuten synchronisieren und abgucken. Ja, natürlich, klar, ich meine, wenn ihre Benchmarks gegeneinander. Obwohl es Konkurrenzprojekte sind, dass sie tatsächlich zusammenarbeiten da und das würde nämlich keiner nochmal neu erfinden. Achso, ja, nee, ich meine, guck ja, was der andere für Code produziert, also ich meine, ja. Genau. So, also, hat sich jetzt was geändert? Ein bisschen was? Also, ich schreibe jetzt hier, was CPS-Formen sind, das ist sozusagen etwas, das ist ein Lambda-Kalkül. Also, kleines E hat sich verändert, war das Absicht? Welches E hat sich verändert? Es gibt kein EE mehr, sondern ein EA. Also, sozusagen jede CPS-Form ist auch eine Form im Lambda-Kalkül, aber es gibt sozusagen weniger, ja? Also der Punkt ist der, dass jetzt hinten bei einer Applikation jetzt nur noch Atome auftauchen dürfen, also entweder Variablen oder Werte, aber keine Applikationen mehr. Das ist sozusagen ein Unterschied und genauso hier beim Auswertungskontext steht hier hinten einfach immer nur ein A. Also ich kann sozusagen, ich bin immer nur vorne. Das heißt also, wenn wir jetzt wenn das Ganze sozusagen ist das jetzt Curring oder Uncurring? Könntest du bei V das E umbenennen? Oder ist das gleiche E, wie das eigentlich nicht mehr... Das E ist das E hier. Ja. Das ist schon richtig. Ja. Also ich kann dann doch wieder über Vs Applikationen einbauen. Ja, ich meine, irgendwas muss ich ja machen, genau, also ja. Sonst kann ich nicht mehr alles ausdrücken, aber ich darf sozusagen in der Applikation selber, ist das Hinterste immer ein Atom. Mhm. Okay? Mhm. So, das heißt also, wenn wir jetzt Uncurring machen, also das heißt, das Argument an einem Funktionsaufruf, das darf nicht mehr beliebig kompliziert sein? Nee. Sondern das muss jetzt... Das muss komplett, das muss sozusagen, genau. Ein fertiger Wert oder eine Variable. Genau, wenn ich jetzt also Uncurring mache, das heißt also, dass ich zur Erinnerung, ja, dass, also was ja mögliche Ausdrücke sind, ist ja jetzt sowas wie E ist ja selber jetzt wieder ein E von A1, A2, ja. Das ist jetzt ein möglicher Ausdruck. Und Uncurring heißt aber jetzt nur, ich schreibe die ganzen Klammern nicht mit. Heißt es also, E ist immer von der Form. Ich beginne mal mit einem E vorne, das muss ein A sein. Und dann habe ich A1, A2, A3 und so weiter. Das ist also sozusagen die einzige Möglichkeit, jetzt einen komplizierteren Ausdruck zu formen, also komplexen Ausdruck, ist einfach eine Applikation, wo alles schon atomar ist, also alles schon gewisserweise ausgewertet. Das ist das und was ist dann ein Evaluationskontext, wenn ich das so schreibe? Na, der ist auch ganz klar, das ist, kann nur ein Punkt sein und dann steht hier hinten einfach A1, A2, A3 und noch weitere A's. Mhm. So, das heißt also, Evaluationskontexte können nie beliebig kompliziert sein, sondern die bestehen einfach nur aus einer Reihe von atomaren Ausdrücken. Und Auswertungen sind einfach eine ganz einfache Form. Ja? So, das bedeutet Folgendes, ich brauche irgendwie gar keinen Stack mehr. Offensichtlich, irgendwie
weil, also ich meine, ich brauche nur so genug Platz, um halt die maximale Anzahl von Argumenten von Funktionen auch zu schreiben. Ja, also sozusagen, das ist das, irgendwo wollte ich schon Speicherplatz, aber das ist sozusagen alles, aber ich brauche diesen Auswertungsdeck nicht mehr. Und der zweite Punkt ist, dass jetzt, wenn ich das jetzt so auffasse, ja, dann ist jetzt jede Auswertung im Tail-Kontext. Ich habe nur Tail-Calls. Ja, wenn ich jetzt nämlich das einzige E, was hier ist, ist das von der Form und das ist natürlich immer im Tail-Kontext zueinander. Mhm. Das muss ein bisschen vorsichtig sein, wenn man es genau formulieren will, weil wenn ich das jetzt nicht uncurrier, dann ist das Ding ja immer noch, könnte immer noch ein EA hier vorne sein. Also das ist ja dieser, also eigentlich heißt ja, nimm A und wende darauf A1 an, ja. dann wird das natürlich jetzt hier, dann ist das natürlich lieber ein Tail-Call. Also ich muss sozusagen, um jetzt dieser Behauptung sagen zu können, dass alles Tail-Calls sind, muss ich jetzt eigentlich ein Lambda-Kalkül haben mit mehreren Variablen. Und ich muss halt einfach beide meinen. So, und die, aber der Punkt ist jetzt einfach der, wenn ich jetzt das Ding aus, wenn ich das jetzt implementiere im Computer, dann habe ich gar keinen Evaluationskontext mehr. Und da alles Tail, also sind nur noch Tail-Calls. Also, was wir halt merken muss, ist noch eine beliebige Anzahl von Parametern in jedem Rechenschritt. Und deswegen bin ich jetzt sozusagen stacklos geworden. Mhm. Und kann es entsprechend dann machen. Dann gucken wir uns mal, gucken wir uns vielleicht mal das Beispiel an mit der Fakultät. Also, nehmen wir nochmal die Fakultät. So, die Namen irgendwie jetzt, also ich schreibe es nochmal ganz kurz hin. Das Problem ist jetzt, diese ist jetzt nicht, ist jetzt sozusagen keine CBS-Form. Ja? Ist kein Ausdruck, weil wir ja schon gesehen haben, also hier das Mal, das ist jetzt eine Auswertung, aber hier taucht jetzt kein atomarer Ausdruck auf, sondern wieder ein komplexer Ausdruck. Und die Frage ist, wie wir das Ganze jetzt in diese Form da oben bekommen. Und die Idee ist jetzt die folgende. Ich füge jetzt einfach mal der Fakultät einen weiteren Parameter hinzu, nämlich C. So, und C steht für Continuation. Und jetzt das ganze Ergebnis steckt jetzt einfach, was hier drin steht, nach C hinein. Das ist vielleicht. So, dann ist das, was da steht, jetzt noch, wenn jetzt C einfach die Identitätsfunktion ist, dann geht noch genau das von der Lernfakultät raus. Das Ganze kann ich jetzt noch etwas vereinfachen. Also ich kann das hier reinziehen. So. Und jetzt steht das C überall hier im Tail-Kontext. So, und das C, die Idee ist, C steht jetzt für die, in gewisser Weise steht das jetzt für die Continuation, für den A. Ja, weil das ist, also ich kann mir vorstellen, C enthält alles, was ich noch machen muss mit der 1 oder alles mit diesem Ausdruck hier. So, jetzt habe ich hier natürlich ein kleines Problem, nämlich die Fakultät, die hier drin steht, die hat jetzt nur ein Argument an. Die muss ja noch was bekommen. Also ich kann ja natürlich jetzt hier einfach die Lambda x geht nach x schreiben, also die Identitätsfunktion. Da macht sie schon das Korrekte. Ich kann dir aber auch Folgendes sagen. Ich kann auch sagen, das Ergebnis, was du hier rausbekommst, das multipliziere einfach mal mit n. So, und dann kann ich mir das multiplizieren mit n hier sparen. So, jetzt ist es schon ein bisschen einfacher geworden. Wir sind jetzt schon mal, das ist schon mal etwas mehr in den Tail-Kontext gedrückt, als es vorher war. So, jetzt haben wir das C hier vorne noch. Und auch das kann ich noch loswerden, indem ich nämlich sage, das kann ich ja einfach jetzt hier einbauen. So, und jetzt ist die Fakultät mit einmal in T-Position. Und bekommt jetzt, also wenn wir das mal als atomar ansehen, muss ich mir die ganze Transformation hier auch nochmal machen und das hier auch als atomar ansehen,
dann ist das jetzt genau ein Ausdruck in dieser CPS-Sprache. Das ist ein Wert, das ist ein Wert und nennen wir das Ganze mal Fakultät 3, ja, dann würde sozusagen, dann würde jetzt Fakultät 3 von 3 und jetzt muss ich jetzt hier irgendwie was Identität reinstecken, weil das irgendwas will ich haben. Das ist sozusagen mein Punkt sozusagen, würde dann entsprechend 6 zurückliefern. Danke. Also das ist jetzt sozusagen per Hand das Programm aber transferiert, dass jeder alles sozusagen im Tail-Kontext steht. Jetzt kann man sich fragen, wo ist denn der Stack hingeblieben, weil den gibt es jetzt sozusagen, den brauche ich nicht mehr. Aber irgendwo war ja auch Informationen auf dem Stack drauf. Und die Informationen, die jetzt da sind jetzt sozusagen hier die freien Parameter, die muss ich mir merken. Ja? Also dieser Ausdruck hier, ja, der kennt ja auch noch das N. Und diesen Ausdruck, den gibt es im Programm ja mehrfach. Und jedes Mal merke ich mir dann das N. Deswegen ist das sozusagen jetzt da eingebaut. Müsste ich jetzt sozusagen, wenn ich das wieder in C implementieren wollte, müsste ich jetzt den nächsten Schritt Closure Conversion machen, weil die C-Prozedur eben keine freien Variablen. Also ich kann keine Closure in C. Ja. Genau. Also dann da sehe ich dann hier, wo ich den Speicherplatz brauche. Gut, jetzt ist die Frage, wie können wir die Transformation jetzt, so eine mechanische Transformation machen? Von Lambda-Kalkül mit Call CC, ja, nach CPS. So, also, was ist da die Idee? Na gut, wir können jetzt, machen wir mal Folgendes, also eine Variable wird einfach auf die zur Variable transformiert, ein Lambda-Term. Das haben wir oben jetzt gerade schon als Beispiel gesehen. Also wenn ich jetzt Lambda XE habe, der wird jetzt ein Lambda-Term, der jetzt zwei Argumente übernimmt, nämlich X und eine Continuation. Und ja, jetzt muss ich irgendwie E auch wieder abändern, und zwar so, dass das Ergebnis von E nach C in C drin landet. Und diesen Operator nenne ich jetzt mal T. Also das soll die Transformation sein von E, sodass das Ergebnis nach C reinsteckt. Gut, und dann muss ich jetzt mal erklären, was das T sein soll. Also, was ist T von X? Na, T von X ist einfach nur, T von XC ist einfach nur, na gut, also CX. Ich pack das Ergebnis von X nach C rein. T von dem ich kann vielleicht einfach statt X-Atom schreiben. Ja. So. Und dann haben wir halt noch kompliziertere Ausdrücke, nämlich einfach eine Auswertung, ja? Ich habe noch E1, E2 und was soll das sein? Und das kann ich jetzt oben ablesen, was wir machen müssen, ja? Wir müssen, also was ich mache ist, ich wandle zunächst mal E1 um und das Ergebnis von E1, ne, das muss ich erstmal auswerten, das nennen wir jetzt mal x1. Ja, dann nehme ich t, jetzt nehme ich e, wandle ich e2 um. So, das Ergebnis, wenn ich das auswende von e2, soll nach x2 gehen. Und was machen wir jetzt? Na, jetzt können wir, jetzt ist e1 ja so nur ein Wert. Und damit das Ganze funktioniert, ne? Das ist ja irgendein Lambda-Ausdruck. Und jeder Lambda-Ausdruck hat ja eine Variable mehr bekommen, dieses c. Ja, das heißt, ich kann das E1 jetzt anwenden, x1 ist ja das Ergebnis. X1, das kann ich jetzt anwenden auf x2 und übergebe auch die Continuation. Ja, und das ist das, was wir hier gemacht haben. So. Das ist einfach die Übersetzung. Und das ist aber eine mechanische Transformation, die macht jetzt jedes Programm. Weil das ist immer ein äquivalentes, was. Das ist rein Syntax, also da muss man nicht verstehen, was. Nö, das ist rein Syntax, das kann jetzt der Compiler machen, ohne nachzudenken. Jetzt gucken wir uns da nochmal an. Stimmt der Reihenfolge 2x1, x2, c? Ja, weil der zweite Parameter ist die Continuation. Also das C, was ich eingefügt habe. Ja. Und jetzt sind da
x1, da das ist sozusagen das, das Ergebnis, also typischerweise das Ergebnis der Auswertung von e1. Ja, genau. Und x2 ist das Ergebnis der Auswertung von e2. Ja. Und jetzt nimmt er x1, nimmt er, und das x1 wendet er auf x2 und soll das Ergebnis in die quadratische 10 reinstecken. Fehlt da noch ein t? Oder ein m? Nein, ich kaufe ein Ü. Also, die Continuation C ist ja. Offen, die ist schon atomar, da muss ich nichts machen. Also, wir brauchen ah, ja. 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 Aber das, ja. C, das C ist immer, ein, also immer ein Symbol neues, ja? Eine Variable. Da war ja kein, kann ich M hinschreiben, aber das brauche ich nicht. Ja. Und X1 und X2, die sind immer atomar, also so, ja, wie gesagt, also korrektes Beweis macht das wieder jemand anders. Dass das Ganze dann CPS-Term gibt. Ja. E1 evaluiert ja zu, einer, zu einem Lambda-Term. Also moralisch evaluiert er zum Lambda-Term, ja. Der heißt dann X1 und dann... Richtig, genau. Sind X1. Genau, aber, genau, aber X1 ist jetzt, genau, X1 ist, genau. Genau. So, die, genau, der Punkt ist jetzt der, wenn ich jetzt ein, also das ist jetzt wieder ein... Ein Satz, ja, also das Ergebnis der Transformation, ja, also wenn ein, genau, wenn ein, also wenn ein Ausdruck, nehmen wir mal E zu V, ja, im Lambda-Kalkül evaluiert, ja, dann evaluiert T, E, so K ist jetzt irgendeine Funktion, ja, zu T, T, K. Ja, also von mir ist auch die T-Funktion. T, V, K. So. Also insofern ist es die Korrektheit. Genau, also jetzt ist eigentlich alle Terme sind ein bisschen aufgebläht. Weil Werte, die bei uns Lambda-Terme sind, die Lambda-Terme kriegen alle jetzt einen weiteren Parameter. Ja, deswegen evaluiert ihr jetzt nicht zu V, sondern zu T, V, K. Und das ist konzeptionell eine, ist es ja die Yoneda-Einbettung. Weil er jetzt sozusagen immer noch, also ich habe sozusagen, kannst du es aber noch auswerten an einem K. Also ja, Hausaufgabe, das formal richtig zu formulieren. Aber es geht sozusagen keine Information verloren, das ist sozusagen der Punkt. Und warum heißt das Lambda-Kalkül mit Call CC hier? Ja, weil der Call CC ist noch gar nicht vorgekommen, ne? Nee, das haben wir noch nicht transformiert. Das behauptet die Überschrift aber. Ja, also. So, also, was macht, was ist Call CC? So, das ist. Also, Call CC war eine Funktion. Ja. Die, also, die war ja eine Funktion, wo, wenn ich was einsetze, übergebe ich dem Eingesetzten die aktuelle Continuation. So, eine Funktion, also, die bekommt also die Funktion, die muss jetzt ein zweites C bekommen. Also, die hat ja einen zweiten Parameter, nämlich die aktuelle Continuation. Und damit was soll die jetzt machen? Na, die soll die Funktion f aufrufen. Ja. Die Funktion f ruft sie einmal auf mit der aktuellen Continuation. Und dann außerdem noch braucht die Funktion f ja selber eine Continuation, wo es hingeht. Ah, stopp, ich habe hier Fehler gemacht. Ich muss anders. Also. F erwartet jetzt eine Continuation. Ist das? Oder? Nee. Also, F erwartet ja eine Continuation. Ja. Aber, aber jede Funktion, die wir haben, hat jetzt zwei Parameter. Mhm. Das heißt also, ich muss jetzt hier wieder aus dem C, was ja nur ein Parameter hat, weil die Continuation, also das eingefügte C hier hat nur ein Parameter, muss ich jetzt eine machen. Mit zwei Parametern, ja, das heißt, ich habe ein x und die Continuation, wo soll das hin? Das spielt überhaupt gar keine Rolle an der Stelle, es ist einfach nur cx. So. Mhm. Und dann kommt noch die aktuelle Continuation dahinter. Mhm. So. Das ist aber die Übersetzung von Call CC. Also, das, ne, sobald. Sobald ich die, also f bekommt ja irgendeinen Lambda-Term, ja, und sobald f diesen Lambda-Term irgendwie aufruft mit einem Wert, dann vergisst du einfach, wo das Ganze hingehen sollte. Und anstelle dessen
wertet er dann direkt CX aus und C war ja die Continuation von dem Call-CC-Tag. Jetzt rufen wir F einmal mit einem und einmal mit zwei Parametern aus. Rufen wir F mit einem oder mit zwei Parametern aus? F rufen wir mit zwei. Oh, nee, ach, das ist eine Lambda, ja, Entschuldigung. Ha? Genau. Also wichtig ist, vor hatten alle Prozeduren oder alle Prozeduren oder alle Lambda-Terme hatten nur einen Parameter. Jetzt haben wir sozusagen, wenn ich jetzt nicht Currying mache, haben alle Prozeduren, die aus existierenden kommen, zwei Parameter. Und jetzt habe ich ja neue Prozeduren hinzugefügt, die Continuations, die haben nur einen. Ich hänge gerade noch daran, dass du das Groß M später nie verwendest. Das wird definiert über drei Zeilen und dann nicht verwendet. Oder verstehe ich das? Achso, Entschuldigung. Moment. Ich muss ja den Term, also das heißt ja nur, genau, wenn ich diesen atomaren Ausdruck habe und ich den transformieren will, ja, und das Ergebnis sollte in die Continuation C reingehen, dann transformiere einfach A und das packe, also das die Continuation, genau, das geht jetzt. Danke. Okay, gut, wollen wir das Ganze mal schauen, wie das funktioniert. So, also, nehmen wir mal jetzt vielleicht. Mal schauen wir mal hier hin. So, also, wollen wir mal definieren. So, jetzt wechsle ich sozusagen in die Metasprache, ja, und benutze Scheme sozusagen, um in der Metasprache. Also, mein Groß M ist eine Metaprozedur, ja. Die soll jetzt auf irgendeinem Term etwas machen, aus so einem atomaren Ausdruck. Und gut, dann steht ja schon da, was sie machen soll, ja. Also, wenn es eine Variable ist, also es ist ihm dann einfach ein Symbol, da steht ja da, was er machen soll, soll er A machen und ansonsten ist es ein Lambda-Term. Was soll er da machen? Dann steht das steht er jetzt hier, hier oben. Dann, also, ja, schauen wir mal, Elsen, was ich ganz. Machen wir etwas sauber hier. Was soll er jetzt machen? Naja, dann soll er ausgeben, steht er da oben, wieder ein Lambda-Term. So, jetzt kommt jetzt hier, das hat er zwei Parameter, nämlich einmal die Lambda-Variable. Lambda war von so einem Lambda-Term E. Fragezeichen. Nee, kein Fragezeichen. Das ist also so jetzt extra hier die Variable, ja? Ah, okay. So. Genau. So, was macht er da? Das ist, er nimmt vom. Was ist der? Den schönen Modell Matrisla. Den zweiten, davon den ersten irgendwas, ja? Also. Er nimmt von der Liste, also das ist ja mein Lambda-Term, ist da oben, ja? Das Ding da? Dann nimmt er das erste, rückwärts gelesen, das erste D ist, er nimmt jetzt sozusagen den Schwanz von der Liste, also dieses Ding. Ja, dann nimmt er davon den Anfang, das ist das da, und davon der Anfang ist das X. Geht das auch in die Liste? Weiß ich nicht. Also ja, aber doch, also, ja. Ich glaube schon, ja. Also. Und dann machen wir jetzt hier noch Lambda. Expression von E, ja, was er jetzt macht, ist einfach, jetzt nimmt er zweimal das Ende von der Liste, ja? Also da wird das Ganze einfach so übersichtlich, was ich hier mache. So, das heißt, was er jetzt hier macht, ist, er nimmt die Lambda-Variable von A. So, jetzt kommt mein C da rein,
Und da kommt jetzt der, als Ausdruck steht jetzt die Transformation da, T, und jetzt kommt mein, der Ausdruck in den Lambda-Term drin und mein C. So, also das Komma heißt einfach, ich werte diese Dinger da aus und füge dann diesen formalen Ausdruck da wieder ein. Das C muss das irgendwie frisch sein. Ja, das machen wir gleich richtig. Also momentan, das Problem ist, ich habe vorhin gesagt, ich rede momentan noch nicht über freie Variablen und so weiter. Das kann jetzt sein, dass C schon vorgekommen ist, und dann habe ich ein Problem. Das korrigieren wir gleich. So, und dann muss ich jetzt noch definieren, was ist T, jetzt kommt mein Ausdruck und jetzt kommt mein K. Also, wenn das eine... Richtig, so, also wenn das ein Atom ist, dann wissen wir schon, was wir machen müssen. Dann ist es einfach, das ist C hier oben. Dann nehmen wir also C und wenden das Ganze an auf MA. So, so, wenn das das ist, hier muss man ein bisschen aufpassen, also Lambda-Term erkennt auch als Application, weil das vorher nicht, also müsst ihr eigentlich testen, dass es kein Lambda-Term ist, weil vorher kein Lambda steht, aber das, ich muss sozusagen in so einer, merke mir einfach, das muss nach Atom stehen oder Lambda, Fragezeichen. So, okay, also machen wir das. Und jetzt wurde es ja etwas komplizierter. Das war, jetzt sieht es gerade nicht mehr. Könnte man sich eine Application in Nicht-Lambda spendieren, dass man das macht, das System-Programmierer idiomatisch, dass man die Negation von dem Lambda dann noch reinfällt. Das kann ich ja machen, aber die ist ja oben schon, also ja, man soll den Kommentar normalerweise schreiben. Also mein Kommentar würde ich, also so ähnlich, ne? Wie wenn man absichtlich in C switcht, state und das Break weglässt. Dann wollen wir auch einen Kommentar machen. Also hier, aber. Kommentierter Code ist schlechter Code. Was? Moment. Ja, dann kann ich das natürlich. Dann kann ich natürlich Application or Lambda schreiben da, aber das. So, ich habe mal ganz kurz kopiert nochmal die Zeilen hier unten, die wir brauchen. Also, was soll er machen? Ja, dann machen wir jetzt hier wieder. Define Application oder schreiben wir einfach Operator von E von der Applikation. Das ist das erste und der Operand von der Applikation ist das Ding da. Das auseinander. So, also was ist mein E1? Das, also er macht folgendes, er wählt also an T auf den Operator von E. So, dann steckt er dort rein einen Lambda-Term x1. Dann macht er wieder die Transformation. Also man sieht immer da, wo ich sozusagen die metasprachlichen Funktionen wende, dann brauche ich hier das Komma. Dann habe ich jetzt den Operanden und da stecke ich wieder ein Lambda-Term rein, 1, x, 2, c. So, haben wir jetzt also richtig gemacht. Das A noch durch ein E austauschen wahrscheinlich, bei dem MA. Bei Atom folgt es ein E. Also hier fängt es aber an von E, hier kommt noch ein E, ja. So, jetzt sind wir damit durch, ja? So.
dann können wir mal gucken, ob es funktioniert. Jetzt sieht man hier wieder nichts. So, Start. Immer noch unbound. Also Moment, das ist hier momentan noch ein Symbol. Okay. Also nehmen wir mal den Ausdruck, die Funktion G auf A angewandt. So, und jetzt kommt hier hinten irgendeine Continuation, das war das, was ich vorhin K genannt hatte. Oder von mir ist dann, was man rollt, wenn man dann am Ende. So, wenn wir das machen, dann kommt jetzt ein passender Ausdruck raus. Also, was dieser Ausdruck macht, ist, er wertet jetzt G, also er setzt jetzt sozusagen, wenn ich das jetzt auswerte, dann setzt er das G in X1, also G für X1, ja. Dann ist er beim zweiten, da habe ich wieder eine Auswertung, ja, dann setze ich A für X2 und übrig bleibt dann G, A und dann Hold. Ja, und die Idee ist natürlich, dass das G jetzt eine, nach der Transformation ist das G ja auch eine Funktion, dann die Continuation übernimmt, in diesem Fall die Continuation Hold. Also was man sieht, ist jetzt, dass diese Transformation nicht, also die hätte eigentlich den ganzen Term auch eigentlich transformieren können nach, hätte sozusagen jetzt zwei Reduktionen von vorher schon vornehmen können, ja, also G, A, Hold wäre auch in Ordnung gewesen. Weil G und A beide atomar sind, ja, also hätte er eigentlich so viel Arbeit gemacht. Er ist davon ausgegangen, G und A sind beide nicht atomar und macht die Transformation. Aber wir sehen jetzt, in jedem Fall ist das Ganze in CPS-Form, wie es hier steht. Weil die. Also es sind mal Werte vorne und hinten kommt dann dementsprechend etwas Atomares. So genau, es wurde ja schon angemerkt, richtigerweise, dass natürlich, wenn ich hier einfach Variablen einfach C einführe, ich mache das mehrfach, dann habe ich irgendwann. Dann habe ich zwar mal die gleiche Variable, ja, deswegen wollte ich neue Variablen vielleicht erfinden. Gut, okay, also dann GenSym produziert jetzt neue Symbole, wenn wir es hier vorne. Und dann kann ich jetzt hier vor einfach also C sagen. Symbol und dann. So. Und das Ganze müssen wir hier unten natürlich auch machen. Gut. Und dann okay, jetzt hat er einfach die neu eingefügten Variablen einfach mit Dollar bezeichnet, ja? Und dann passt es. Wenn ich jetzt ein Programm angebe, was jetzt hier von vornherein hier irgendwie A, B enthält, ja? Das ist definitiv jetzt nicht in CPS-Form. Dann transformiert das Ganze entsprechend etwas komplizierter. Und dann sieht man schon daran, warum eine mechanische Transformation ganz sinnvoll ist. Ja, genau. Das
was man jetzt sieht, ist, also ich muss ja erstmal die erste Auswertung muss sein, sehen wir ja hier, müssen wir erstmal das Ergebnis von A und B kennen, um weiterzumachen. Und das ist das, was hier jetzt passiert. Ja. Das B wird das $5, das A ist das $4. Ja, und jetzt muss ich ja $5 und $4 einsetzen, das mache ich jetzt hier. Und das Ergebnis von dem, das kommt jetzt hier in diesen Lambda-Term rein, wo ich dann den Rest mache. Gibt es jetzt eigentlich Probleme, wenn man statt halt irgendwie $4 schreibt oder so? Ja, das gibt Probleme, weil, ja, das ist natürlich richtig. Aber ich meine, wenn ich, normalerweise würde ich ja jetzt, was ich machen würde, wäre natürlich eigentlich alle Varianten umzubenennen. Ja? Ich mache vor Alpha-Conversion, um dann alle Varianten umzubenennen und dann habe ich das Problem gegessen. Oder ich hänge, was ich auch machen kann, ich kann dann alle Variablen, die ich vorher schon hatte, vor einfach Prozentzeichen vorsetzen oder irgendwas, dann habe ich definitiv was eins, ja. Man kann ja den Term komplett anschauen, also irgendwas verwenden, was da garantiert nicht vorkommt. Das kann man auch machen, genau. Also ich meine, es gibt sozusagen, ja, der Fundus von Variablen. Das, was man formal am leichtesten dann Genau, aber das ist sozusagen, also ich meine, wichtig ist, ich meine, ohne jetzt diese Dollar-Variablen einzuführen, bricht das Ganze natürlich zusammen, wenn ich, also das sieht man ja hier schon, ja, ich habe schon mehrere eingeführt, wenn das dann immer C heißt oder so, dann ist es einfach schlecht. Also so funktioniert es, wenn ich jetzt einfach sage, mein Source-Term hat keine Dollar. Gut, wenn nachher noch Lust besteht und Zeit besteht, ist ganz nett, wie wir die Transformation besser machen können, weil die halt sozusagen auch viel zu viel Arbeit jetzt teilweise macht. Ja, ich meine, G, A und B sind schon atomar, aber die fügt ja trotzdem wieder zusammen. Ja? Also eigentlich hätte es gereicht, das hier zu nehmen, ja, ohne den Rest für die Transformation. Kann man ganz mit einem netten Trick programmieren. Das ist jetzt aber auch da nicht die Transformation, die wir jetzt hier hingeschrieben haben, aber die ist auf alle Fälle korrekt. Okay, gut, das war also erstmal soweit zur Transformation. Wir haben das Call-CC auch eliminiert. Das habe ich jetzt nur nicht programmiert. Aber das kann ich ja genauso einfach machen, indem ich das hier. Also gucken wir nochmal hier in die Regel. Das kann ich genauso wieder eliminieren. Hier muss man wieder aufpassen: hier sind F und C sind wieder und X. Und Unterstrich sind einfach alles neue Variablen, die ich einführen muss. Aber ansonsten kann ich den Term einfach hinschreiben. Gut. So, jetzt kommen wir, um jetzt nochmal genauer noch zu verstehen, Rekursion und diesen Auswertungsstack. Also wir haben schon gesehen, wir kommen, wenn wir diese CPS-Transformation machen, dann brauchen wir den Auswertungsstack nicht mehr. Wir haben auch gesehen, wie man ihn sozusagen realisieren kann in der Programmiersprache, also nämlich mit diesem Call-CC. Aber jetzt, wenn man jetzt eine von sozusagen den in der Industrie mehr benutzten Programmiersprachen sich anschaut, also wie Java oder C oder so etwas, dann lässt sich da der Stack ja auch irgendwie zum Beispiel angucken, wenn ich in den Debugger reingehe. Und die Frage ist, wie kann man das jetzt? Also irgendwie sozusagen auf einer Metaebene kann man da dieses Stack reingucken. Und die Frage ist, wie kann ich das jetzt wieder Teil der Programmiersprache machen? Ja? Und das werden jetzt noch sozusagen das Kapitel Continuation Marks. Und zwar ist die Idee dahinter, dass es jetzt sozusagen Reification von ja, das ist jetzt nicht nur davon, aber auch von mehr anderen Sachen, aber jedenfalls insbesondere von Proper Tail Calls. Also der Punkt ist, wenn ich mir den Stack gar nicht genau angucken kann, und das kann ich mit Continuation Marks, dann kann ich ja eigentlich auch gar nicht in der Programmiersprache feststellen, ob mein Programm, also ob sozusagen, das Programm kann gar nicht feststellen, ob die Evaluationsstrategie properly tail recursive ist. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mein C-Programm von vorhin nehme, die Fakultät, und kompiliere das ohne Optimierung vom GCC und rechne am Fakultät 100.000 aus,
dann wird das Programm einfach ein Ergebnis zurückliefern. Und nicht abstürzen, weil der Stack einfach groß genug ist. Mhm. Also ich kann einfach nicht feststellen, also nicht sicher sagen, ob das jetzt sozusagen die Evaluationskontexte des Stack immer größer wird nach jedem Aufruf oder nicht. Mhm. Und damit können wir es machen, und zwar haben wir jetzt sozusagen neue Formen, also Formen vom Lambda-Kalkül mit Continuation Marks. Also welche gibt es da? Gut, also Ausdrücke, also mal V ist wieder wie gehabt. So, jetzt sind die Werte sind auch wieder die alten. Also ich lasse Kreuz C jetzt weg, aber das kann ich jetzt später hier wieder einbauen, wenn man wollte. Und das war das nächste. Das war nichts, ja. Genau. Und ja, jetzt sind die Ausdrücke, die sind jetzt neue. Und zwar haben wir wieder Applikation, hatten wir schon gehabt. Variable, Wert oder etwas von der Form WCMEE oder CCM. So, Abkürzung, WCM heißt With Continuation Mark und CCM heißt Call With Continuation Mark. So, Auswertungskontexte sind auch noch, haben wir jetzt auch noch, nämlich einmal sind die von der Form WCM, VF oder F, wobei F etwas ist, was wir schon hatten, nämlich EE. VE. Ja. Die Thinkpad-Tasten sind leider den nicht angebracht. So. VE, WCMEE oder das Loch. So, also was ist jetzt? Jetzt vergessen wir mal ganz kurz die Differenz zwischen Groß E und Groß F. Ja, und lesen das alles hier mal als E. Dann ist, also hinzugekommen an Ausdrücken sind jetzt dieser Ausdruck und dieser Ausdruck. Und an Evaluationskontexten ist einfach nochmal dieses WCM, darf im Evaluationskontext noch stehen, ja. Wobei, wenn hier hinten das Loch ist, dann muss vorne schon ein Wert stehen. Ne? Und ansonsten steht das hier da. Und vielleicht als Bemerkung, also die Aufspaltung in E und F, ja, was verhindert die? Also die verhindert sozusagen, wenn ich jetzt hier wieder E schreiben würde, dann wollte ich das F jetzt gar nicht. Ja, und es gibt eine Form, die es hier sozusagen, also hier darf aber E nicht stehen, ja, also die verhindert Auswertungskontexte der Form WCM, V1, WCM, V2, F, ja, oder E. Also das ist sozusagen das Einzige, warum ich E und F hier aufspalte. Damit ich halt so eine gewisse Bäume als Auswertungskontext habe. Und die Idee soll sein, dahinter, das werden wir gleich sehen, dass in WCM E1, E2 ist E2 im Tail-Kontext. Bezüglich des ganzen Ausdrucks, ja? Oder bezüglich des Lambda-Terms in dem WC, also wenn WCM E1, E2 im Tail-Kontext ist. Ja? Das ist sozusagen die Idee, das werden wir dann also, gleich sehen. So, jetzt muss ich sagen, was sind die Reduktionsregeln, ja, die Auswertungsregeln. Also die erste Regel ist wieder unsere alte. So, also das Ganze wird dann eben zu E und V für X. Und davon ist E davon. Gut. So, jetzt ist die Frage, was machen diese komischen WCMs und CCMs da? Also, WCM V, also wenn ich das schon ausgewertet habe, WCM V' E. So, ich muss jetzt eine extra
also hier muss ich eine extra Regel haben, weil ich eben meine E's ja nicht beliebig, also das darf ja nicht als E, als einzelnes auftauchen. Das heißt, ich kann dieses Ding jetzt, also diesen Ausdruck, den kann ich sozusagen nur als Ganzes abspalten aus dem E. Weil ich eben hier das sozusagen verhindert habe, ja, das von der Form. Im Auswertungskontext. Und was soll das sein? Das soll das gleiche sein wie WCMV-E. Das heißt, wir vergessen einfach das vordere WCM, also solche doppelten Ausdrücke können zusammengefasst werden. Dann, wie werte ich so einen Ausdruck aus? VV', also wenn ich jetzt das Beispiel ausgewertet habe, das geht einfach in die Auswertung nach V'. So, das heißt, was wir sehen, ist, eigentlich macht, wenn wir dieses WCM was programmieren, dann ist unser Programm wird genauso ausgewertet wie vorher. Ja, doppelt hintereinander stehende WCM-Ausdrücke werden auf 1 reduziert. Soweit okay. Und wenn sie alleine stehen, dann vergesse ich einfach das V und nehme aber das V'. Das heißt, sie machen sozusagen gar nichts. Und das sollten sie auch nicht, weil dieses WCM heißt eben with continuation mark. Und das soll einfach in der continuation oder klassisch gesprochen im Stack einfach irgendeine Markierung hinterlassen, aber es soll das Programm nicht ändern. Was das Programm dann zurückliefert. So, jetzt aber die Frage, was ist jetzt E von CCM? Das kommt dazu. Und das ist jetzt Forward Current Continuation Mark, das soll jetzt irgendwie die Continuation Marks zurückliefern. Und, jetzt ist natürlich nicht Forward Current, sondern das ist aber Current Continuation Marks. So, und was soll das machen? Jetzt brauche ich den Buchstaben Key. Wie kriege ich denn auf der Tastatur? Weiß das jemand? Standard? Hast du Neo-Layout? Nee, ich habe. Dann kann ich den nicht mehr. Key ist kopieren. Stimmt. Ja, nochmal. Können wir dann alles in Techmax schreiben dann? Okay, also ist mir jetzt egal, statt Hi heißt die Funktion jetzt groß X, ja? Das ist jetzt ein kleines Hi. So, und so, Hi ist jetzt eine Metafunktion, ja? Also was macht die Metafunktion? Die nimmt jetzt einen Auswertungskontext und macht daraus was, ja? Also X von dem Punkt, Metafunktion hat die Applikation mal so beschrieben. X von dem. Das würde ich auch machen. Ja. So, also hier von dem Punkt soll einfach die leere Liste sein. Also wieder Church-Codierung leere Liste oder wir fügen das einfach als neue Werte hinzu. Dann hier von dem Evaluationskontext der Form E. So etwas habe. Runde Klammer, Eckenklammer. So, das soll das gleiche sein wie E. So. Eckenklammer. Ja, danke. Ja, ich hatte das vorher mal mit Runde Klammer geschrieben, aber das ist eigentlich nicht. So, V Punkt. So, das ist auch Chi von E. Und jetzt haben wir noch weitere Kontexte, nämlich Chi, E. So, und jetzt schreibe ich in das Loch von E, schreibe ich jetzt rein WCM.E. So, das ist auch wieder ein Auswertungskontext. So, und das soll wieder Chi von E sein. Und jetzt passiert was, nämlich WCMV. Und jetzt haben wir hier das Loch. So, das heißt also, wenn ich jetzt diesen Auswertungskontext habe, dann soll das Hi von E soll sein, ich nehme das Element V und packe das vor die Liste, die Hi von E zurückliefert. So, das heißt also, Hi von E macht Folgendes, Hi von E gibt einfach eine Liste zurück. Das wertet zu einer Liste aus. So, die Liste ist leer,
Und die Liste ändert sich auch nicht, wenn ich, hier, wenn ich sozusagen meinen Evaluationskontext weiter verschachtel. Es sei denn, in meinem Evaluationskontext taucht mit einmal WCM auf. Und dann ersetze ich das Ganze, also zwar nämlich im hinteren Teil, wenn ich dieses Ding auswerte im Evaluationskontext, dann kommt hier, dann füge ich dieses V dieser Liste hinzu. Und das kann ich jederzeit mit CCM wieder bekommen. Also deine Metasyntax ist List und du hast halt einfach die. Nee, meine Metasyntax ist, glaube ich. Ach, nee, nee, nee. Die Metasyntax sind die eckigen Klammern, das ist sozusagen ganz normal, einfach mathematisch sozusagen eckigen Klammern. Und das ist ja keine Metasyntax, sondern das ist sozusagen einfach. Das, was die das ist Lambda-Term und Kotz ist wieder irgendeine Church-Kodierung von der von dem Kotz. Ach so, ah, okay. Ja, genauso wie die Lehrerliste. Ah, okay. Ja, mein Scheme heißt es so, also, aber. Nein, ich auch. Ha? Euer Scheme darf man da auch nicht hinschreiben. Nein. Darf man nicht. Aber okay, also. Okay. So, also das ist jetzt die, die Metafunktion und damit haben wir jetzt, genau, jetzt wollen wir uns das Ganze mal, mal anschauen, was, wieso wir das jetzt Ganze, wir das Ganze nutzen kann. Also jetzt gehen wir mal nach, na, so, jetzt muss ich hier auf Ohr ausgehen, was, na, A. Anbauen. 1, 2. Also zweimal, jetzt finde ich keine Hilfe, oder? A, mal. Mal, die Hilfe zum Mal ist kurz. So. Wunderbar. Man kann das wohl auch loswerden, wenn man irgendwie auf Scheme oder so umstellt. Ich habe davon so ein Ticket gesehen, dass es bisher nur für Racket. Achso, ja, ja, das ist schon richtig, aber ich brauche jetzt an einer Stelle Racket. Also Racket ist sozusagen Scheme-Dialekt, der sozusagen Score with Current Continuation Mark und so weiter mit eingebaut hat. Ja, das hat sozusagen. So, jetzt die. Wir müssen ganz kurz Racket Syntax kurz anschauen. Also, ich baue jetzt mal ganz kurz nach hier. Define. Das kann man hier mal machen. Also, ich will nur mal zum Testen, will ich jetzt mal diese Funktion. Warte mal, hier über der Fuß. So, die, Define Syntax WCM. So, WCM, ja, Mark Expression. Also, das, also Racket hat auch Continuation Marks, ja. Die Prozedur heißt auch, wie heißt die hier? Ich glaube, with Continuation Marks, ja. Ich glaube, jetzt kann ich die hier sogar gebrauchen. Aber jetzt kommt sie nicht. Was ist mal. Continuation verschiebt. Also Racket, also so, was haben wir jetzt hier? Ja, Moment. Yes. Ah, so Key Expression, Value Expression, Result Expression, ja? So, alles also kommt. Und das S muss weg. Genau, Singular. Mark. Ah. Gut, also jetzt kommt mein Key, das ist eigentlich völlig egal, wie das ist. Was war mein Key? So, der Wert ist jetzt Mark und der Ausdruck ist X. So. Und dann definieren wir noch Define CC Current Combination Mark. So. Current. Continuation Marks. So, und das muss ich das extrahieren. Wie geht das? Continuation Marks Set List. Current Continuation Marks. So, true war mein Key. So.
Ich glaube, ihr habt es passt jetzt so. Okay, so, dann können wir jetzt, also testen wir das Ganze mal aus. Also, welche Current Continuation Marks haben wir? Leere Liste, ja? Und wenn ich jetzt. So. Also, wenn ich jetzt. Was ich jetzt auch machen kann, ich kann jetzt with Continuation Mark 42, ja? Kann ich jetzt diesen Ausdruck auswerten und es kommt 42 in die Liste rein, ja? So, wenn ich jetzt mache with Continuation Mark. Also packt jetzt sozusagen 42, merken Sie jetzt auf dem Stack und CCM guckt drauf, guckt an, was ist alles auf dem Stack. Und jetzt kann ich machen, cons, CCM. So, jetzt hat die Liste. Ne, jetzt sind da also 42 hat als Marke, kommt das auf den Stack drauf. Und jetzt nimmt er die, jetzt nimmt er 43 plus welche Marken alle auf meinem Stack drauf liegen. Das ist also sozusagen 42 und dann habe ich jetzt 43, 42. Wenn ich jetzt dagegen machen würde, WCM 42, cons 43, cons 44, WCM 44. So, dann hat er, also jetzt packt er 43 vor alle Marken, die auf dem Stack liegen, und zwar liegt zu oberst liegt die 44 und davor kommt noch die 42. Und das ist das, was er jetzt ja macht. Ja? 43 zu, also 44, 42 auf dem Stack, die 43 kam das von daher. So, warum haben wir das Ganze mit der 43 gemacht? Dann lassen wir das einfach mal weg. WCM 42, WCM 44 CCM, ja, wird die 43. So, jetzt ist nur noch 44 da. Warum? Eigentlich würde ich 44, 42 erwarten vielleicht. Das ist schon richtig so, ne? Das ist richtig, ja. Also, wie gesagt, die Idee ist, dass ich mit WCM lege ich Marken sozusagen auf den Evaluationskontext ab. Und jetzt ist allerdings, das haben wir gerade so gemacht, dass CCM im, hier im Tail-Kontext bezüglich diesem WCM 44 ist. Das heißt, dieses CCM hat den gleichen Evaluation Context wie diese Geschichte hier. Ja. Und deswegen ist gar nicht Platz auf dem Stack, weil es der gleiche ist, sowohl für die 42 als auch die 44. Und das ist sozusagen immer nur das Letzte. Ja, das ist bei unseren Auswertungsregeln liegt das einfach daran, dass ich darf hier eben WCM nicht zweimal miteinander schreiben an der Stelle. Genau, sondern das ist ja, dann habe ich hier oben hier die Reduktion vorgehabt. Deswegen vergisst er das eine. So, warum ist das jetzt wichtig? Naja, also wir können jetzt zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal unsere Fakultät. Also das CCM ist an der Stelle so eine Art Stacktrace an diesem Punkt. Genau. CCM ist ein Stacktrace und ich sage ihm sozusagen, also wenn ich jetzt sozusagen ein komplettes Stacktrace haben will, dann müsste ich jetzt bei jedem Prozeduraufruf immer ein WCM davor schalten. Das kann ich wieder mit der mechanischen Transformation machen. Und dann kriegst du sozusagen ein komplettes Stacktrace. Und so kann ich jetzt auch ein Programm nehmen und kann das sozusagen als ein High-Level debuggen. Also ich meine Source-Transformation, wo er mir WCM davor schreibt. Und kann ich es einfach debuggen, ja? Könntest du bei den letzten beiden Beispielen anstelle von dem CCM vielleicht nochmal einfach eine Lambda-Funktion, die append an die leere Liste ist, reinschreiben? Also ohne den Stacktrace, was würden die machen? So, was soll ich machen? Also WCM? Was die Funktion, genau. Und jetzt soll ich irgendwas reinschreiben, ja? Und das hat evaluiert. Genau. Also, was sollen wir jetzt machen? Append x leere Liste? Mhm. Ja, also das ist ja x sozusagen, ja?
Kommen wir die Prozedur zurück. Nämlich dieses Lambda. Das Lambda. Der Stack ist ja wieder weg. Also ich meine, 42 war sozusagen eine Stack-Markierung. Da hat er Lambda genommen und jetzt kommt er wieder raus und dann... Ach, diese 42, 44 sind keine Continuation? Nee, das ist aber nur eine Markierung. Aber was ich natürlich machen kann, ich kann Folgendes machen. Wir können natürlich Folgendes machen. Wir können hier natürlich CCM machen. Ja. Und also jetzt kriege ich eine Prozedur zurück, ja. Ich glaube gar nicht, also ich kriege eine Prozedur zurück und kann die natürlich jetzt sofort auswerten. Und da kommt die leere Liste raus, weil der CCM natürlich erst dann auswertet. Ja. Also dann nimmt er den aktuellen Stack von dem CCM. Also der Auswertungskontext von dem CCM ist natürlich 42 nicht mehr drin. Also das WCM will ich als Programmierer eigentlich gar nicht schreiben, sondern ich hätte es gerne als für jede Annotation, wenn ich dann CallCC verwende, automatisch gesetzt. Ich habe CallCC nicht sozusagen, da kann ich natürlich machen, ja, aber also nee, im Prinzip, also das WCM ist dynamisch, nicht lexikalisch. Genau, genau. Also der Punkt ist jetzt, wir haben sozusagen drei Sachen. Also erstens ist, ich will Debugger schreiben. So, jetzt kann ich irgendwie Folgendes machen. Ich nehme jetzt irgendeine Programmiersprache, die ich habe, das ist jetzt JavaScript, C, Java, irgendwas, und schreibe einen Debugger dafür zu Fuß. Ja, dann wurschtel ich aber irgendwie rum und der Debugger, den kann ich nirgendwo anders verwenden. Oder was ich machen kann, ich transformiere meine Programmiersprache in eine andere, nämlich die mächtig genug ist, um alles andere abzubilden, wie Steam. Und füge dann die ganzen WCMs und CCMs, also WCMs einfach ein, mechanisch. Und schreibe dann einfach einen Debugger sozusagen High-Level. Und dann habe ich sozusagen einen universellen Debugger. Das ist sozusagen die eine Idee. Eine zweite Idee ist, dass ich mit diesem WCM machen wir jetzt Sachen beobachtbar. Ich hatte ja gerade gesagt, dass wir Tail Recursion jetzt, also properly Tail Recursion können wir jetzt erkennen. Also jetzt mache ich nochmal das Beispiel mit meiner Fakultät N. So, also. Wenn n 0 ist, gib 1 zurück und sonst mal n Fakultät n 1. So, ja? Ach, das ist Racket. Ja, Fakt haben wir schon ein paar Mal gemacht. Mach einfach 4 oder 5. So, ich habe jetzt Fakultät 4 jetzt nochmal geschrieben, das ist die letzte Version. Der einzige Unterschied zu der Originalversion. Machen wir das Ganze mal. Groß? Nee, das war das falsche Groß. Das hier? Ja, das eine Fenster heißt bei ihm Definitionsfenster. Das war das, was ich zugemacht habe. Das kann man mit Steuerung D zumachen. Und intuitiv denke ich, dass Steuerung D das Definitionsfenster herholt. Aber nein, es ist. Ja, wie auf dem Terminal halt. Steuerung D macht auch das. Nee, das andere heißt Steuerung E. Und E war für Evaluation Auswertung. Also. Ja, okay. Genau. So, das Einzige, was ich hier gemacht habe, ist, hier noch WCM einzufügen, aber wir wissen ja schon, WCM alleine macht gar nichts. Also, ich meine, ich lege irgendwie Markierung auf den Stack ab, die mich nicht interessieren, ja? Das heißt, halt, noch nicht interessiert. So, das heißt, wenn ich jetzt Faktor 4 von 3 aufrufe, da kommt aber 6 raus. Können wir nochmal 1000 einlegen, was da passiert ist? Ja, aber ich weiß nicht, was mein Akku da macht. Oder der ist auf. Hm? Naja, er hat ja nur 226 MB RAM, ja, okay. Ja, ja, aber ich meine, das macht damit nur GMP, ja? Ah, okay. Ja, also das ist jetzt ein Test von GMP, also keine Nutzung, das macht er dann schon mal. So, was wir jetzt aber machen können ist, wenn ihr jetzt bei, wir erinnern uns, dass, wir haben das Ergebnis jetzt hier, und jetzt mache ich aber, baue ich was ein, also ich gebe jetzt natürlich die 1 zurück, ja, aber ich gucke mal an, welche, wie der Auswertungsstack zu dem Zeitpunkt eigentlich aussieht. Weil er jetzt bei der 1 rollt er die ganze Rekursion jetzt rückwärts ab, das waren die ganzen Returns bei C. Das heißt, was ich jetzt, gebe ich einfach mal auf der Konsole, geben wir einfach mal die Current Continuations Marks aus. Und so, wenn ich jetzt mache, dann kommt zwar 6 raus,
und er hat sozusagen Stack Trace. Ja. Also ich habe hier mit WCM habe ich immer markiert den nächsten Aufruf, der da drin steht. In diesem Fall einfach mit N, das ist dann meist einfach, wie viel der Aufruf ist. Normalerweise würde ich das anders markieren und jetzt kommt da eben jetzt kommt die Stack Trace raus, das ist nämlich einfach 1, 2, 3. Jetzt haben wir die andere Funktion, die hieß ja glaube ich Fakt 5, ja. So, also muss ich den Akkumulator noch dazu packen, ja. Und da schreibe ich jetzt im Prinzip einfach ab, ja, wenn das 0 ist, dann macht wieder das gleiche wie eben, also gibt die Stack Trace aus, in diesem Fall ist das A. Und dann machen wir hier wieder das gleiche. Der einzige Unterschied ist jetzt, dass, also wieder für den enden Schritt. Und jetzt haben wir Fakt 5 und jetzt geben wir entsprechend hier wieder aus minus f1, aber hier war ja mal an. So, und wenn wir jetzt Fakt 5 machen, 3, 1, dann sehen wir, der Stack ist nicht, nicht gewachsen, sondern wir haben einfach nur den letzten Wert auf dem Stack. Also das war sozusagen grundsätzlich die Idee, dass WCM vom WCM auf N das überschreibt ist. Also einfach hier in Fakt 5 steht WCM in Tail Position und deswegen beim Auswerten schreibt er den alten Wert. Das heißt, was wir also machen können, ist jetzt mit den Continuation Marks, wir können sozusagen, das Programm kann selber feststellen, sozusagen, ob etwas properly tail recursive ist oder nicht. Beziehungsweise es kann sozusagen Unterschied eigentlich. Also mein Scheme ist sowieso Probability Tail Recursive, aber es kann jetzt wirklich den Unterschied zwischen Iteration und Rekursion feststellen. Ja. Das obere ist rekursiv, das untere ist iterativ. Also in C wäre, wie gesagt, im naiven C wäre das untere auch rekursiv, aber das ist, aber weil das C einfach übersetzt ist, nur was rekursiv ist, ja, obwohl das zunächst mal iterativ ist. Ja. Weil eigentlich muss der Evaluationskontext nicht anwachsen. Na, das ist so, wie gesagt, ins Scheme, wo ich sozusagen Schleifen so programmiere, wo ich sozusagen immer die rekursive Ausdrücke mache, ist natürlich wichtig, weil ich meine, sonst könnte ich das ja in der Form nicht machen. Okay, dann gucken wir uns, eine Sache können wir uns noch angucken, und zwar, wie übersetze ich das jetzt hier wieder, ja? Also jetzt können wir wieder uns überlegen, was ist jetzt eine Übersetzung, von also vom Lambda-Kalkül mit Continuation Marks in ein ohne. Das wäre jetzt sozusagen wichtig. Wenn ich jetzt einfach etwas habe, wenn ich einfach ich habe schon eine Implementierung von meinem Lambda-Kalkül ohne effektive und möchte jetzt noch mit einbauen in die Sprache. Das heißt also, wie kann ich das formal machen? So, und da sage ich jetzt wieder C, nenne ich in den Transformationen diesmal C. Also wenn ich jetzt eine Applikation habe, was soll das werden? Und die Idee ist jetzt, dass jeder Term jetzt jeder Lambda-Term, also jeder Wert, bekommt jetzt zwei zusätzliche Parameter, die heißen F und M. Also das wird Lambda F M. Und zwar ist die Idee hierbei, F ist ein Flag, deswegen heißt es F, und M sind die Marks. Und zwar heißt F ist nur dann wahr, ansonsten immer falsch, F ist nur dann wahr, wenn der Term ausgewertet wird in zweiter Position von dem WCM. Das sehen wir gleich. Warum? Also, wir transformieren erstmal E1. So, dann schreiben wir, kommt falsch, das Flag, ja, also CE1 ist auch wieder eine Prozedur, die zwei Sachen jetzt übernimmt, nämlich einmal das Flag und M, und dann kommt hinein, soll ja eigentlich E2 kommen, was habe ich hier gerade, verstehe ich das gerade irgendwie geschrieben, Achso, genau. Das ist CE2, FM. So, also man sieht jetzt, also aus E1, das ist jetzt ein Wert,
in den Wert hätte ich eigentlich normalerweise E2 reinstecken müssen. Hier stecke ich sozusagen die Transformation von E2 rein. Und E2 kriegt sozusagen zwei zusätzliche Parameter, die mache ich jetzt wieder weg. Ich übergebe ihm einfach sozusagen false und die aktuellen Marks, die es da gibt. So, das Ganze stecke ich dann jetzt auch noch an CE2 rein, dann kriege ich jetzt ein CE1 rein, dann kriege ich jetzt einen Term. Und dieser Term hat ja wieder zwei zusätzliche Parameter. Und dann hier einmal das Flag und ich nehme einmal die Marks. Die werte ich sozusagen mit dem aktuellen Flex und den Marks aus. So, das ist der erste. Also dann die zweite Sache, also was ist jetzt WCM von E1, E2? Na, das ist, also es muss wieder ein Ausdruck werden, der wieder zwei zusätzliche Parameter hat, nämlich F und M. So, jetzt nehmen wir erstmal E2. Wird übersetzt. So, jetzt steht E2 aber in Tail Position, also sozusagen zu WCM. So, das heißt, jetzt übergebe ich den True. Und jetzt bekommt dieses CE2 noch Marks. Nämlich, die Marks setzen sich zusammen aus den Marks, die ich vorher hatte, plus das neue Mark. Nämlich das neue Mark ergibt sich aus der Auswertung von E1. Und das ist jetzt, das wird ja ausgewertet in der, da muss ich gucken, das ist übrigens das F und das M, die aktuellen Marks. So, was kommt dazu? Und das hängt jetzt ein bisschen davon ab. Wenn F, wenn F wahr ist, dann soll dieses neue Mark ersetzen das alte Mark oben auf dem Stapel. Und ansonsten M. So. Und dann haben wir noch CCM, das ist ganz einfach. Das ist eine Prozedur. Also wie gesagt, alles wird dazu. Und dann gibt aber die aktuellen Marks zurück. Und das Einzige, was noch fehlt, ist das Ganze von Variablen. Na, das wird auch wieder eine Prozedur mit Zweien. Da spielen die Marktdrucker keine Rolle. Und von einem Lambda-Term, na, das ist jetzt ein Lambda-Term mit von 3. Und dann nehme ich jetzt E und werte das Ganze aus auf F und M. Genau. So, und dann sind wir. Durch. Genau. Und dann haben wir jetzt alle Sachen gemacht. Und das ist jetzt die mechanische Transformation von etwas mit WCM und CCM in etwas ohne. So, Idee ist ungefähr klar, hoffe ich. Also die wir machen sozusagen die Marks explizit, ja, indem jetzt jede Prozedur kriegt jetzt einen weiteren Parameter, nämlich ein M, das sind die Marks. Und wenn ich auf dem Stack sozusagen das Mark packe, ein neues Mark packe, dann muss ich beim nächsten Aufruf einfach dieses Const das Mark hinzufügen. Das Einzige, was ich da aufpassen muss, ist, wenn das, was ich gerade eben gemacht habe, ein WCM war, dazu gibt es dieses Flag, dieses True, da muss ich halt vorher das alte Mark runternehmen und das ersetzen, damit es funktioniert. Was wäre das Theorem dazu? Also wie muss ich das übersetzte Lambda-Kalkül aufrufen? Also, dann definieren wir mal noch was Neues. D von einem Ausdruck sei C von einem Ausdruck und da setze ich jetzt ein, das ist false und die leere Liste, weil das ist sozusagen, und das D ist jetzt der Start, sozusagen der Startwert, ja, und dann ist sozusagen die Idee, dass wenn ich jetzt also dann ist sozusagen Satz, wenn E nach V evaluiert, ja, also in dem Lambda-Kalkül mit Continuation Marks, ja, dann sozusagen DE nach, und jetzt muss ich hier DV schreiben, weil ja sozusagen, wenn eine Prozedur rauskommt, die mit Markierung da steht, ne? Ja. Entschuldigung, nicht nach DV, sondern nach CV. Also wenn der Wert eine Prozedur ist, dann kriegt die ja sozusagen durch diese Transformation, bekommt die ja dann noch
weil da war mit der nicht FNM. Nee, das ist DV, weil ich nachher wieder auswerte. Passt. So, genau. Also das ist sozusagen der Satz dazu. Und das kann man jetzt natürlich wieder formal beweisen. Nochmal heute. Genau, es gibt noch andere Möglichkeiten sozusagen noch Coordination Marks zu machen. Nämlich, also das kann ich jetzt sozusagen auch wenn ich angenommen, ich will jetzt in C Coordination Marks machen, dann ist es klar, was ich machen muss, ja, dann habe ich meinen Stack. Und auf dem Stack speichere ich dann einfach immer das nächste, immer die Marks irgendwie kann ich aber draufpacken und dann jedes Mark hat dann noch einen Link zu dem vorhergehenden Listenelement. Und ich habe in irgendeiner Thread Local Variablen habe ich einen Zeiger auf den obersten Mark auf dem Stack. Und wenn ich WCM mache, dann packe ich einfach die neue Information auf den Stack drauf. Und ich muss nur aufpassen, ob sozusagen direkt oben schon ein Mark liegt. Dann muss ich das ersetzen. Aber so ist das dann einfach, das heißt, es ist im Prinzip einfach mit einer Thread Local Variable gemacht. Ein Struct bräuchte man dann. Ja, genau. Also das lässt sich so machen. Und deswegen da muss ich sozusagen nicht immer die ganze Zeit einen neuen Parameter mitschleppen. Weil ich, also formal ist eine Thread-Local-Variable ja ein Parameter, der sich fast nie ändert. Finde ich einfach durchschleife. Und das ist ja mein M. Deswegen, also ist das jetzt sozusagen jetzt nicht besonders effizient, ist hier vielleicht implementiert, aber das ist so zumindest theoretisch das Richtige. Gut, dann wurde ja angekündigt, irgendwie implementieren von Lazy Evaluation, wenn man sozusagen das Strict Evaluation zur Verfügung hat, also zum Beispiel in Scheme oder wenn ich auf einer CPU Lazy Implementation machen will. Das mache ich jetzt nicht heute, aber da werden diese Coordination Marks nochmal an einer Stelle sehr, sehr wichtig werden. Das ist dann sozusagen sehr interessant, wie man sieht, dass die Übersetzung von einem Programm, was in Lazy Evaluation, in Strict Evaluation nicht ganz ohne ist. Also es soll auch eine mechanische Transformation sein, aber da braucht man diese Sachen wirklich. Genau. Sonst, ich bin im Prinzip jetzt von inhaltlich durch. Wenn jetzt noch, also wenn auch falls noch Interesse bestehen sollte und Leute noch wach genug sind, es gibt noch die, also was wir uns noch angucken können, ist wie man, weil das ganz spannend eigentlich ist, aber das kann man auch anders mal verschieben, ist wie man diese Transformation, ja diese CPS-Transformation sozusagen durch einen Trick mit funktionaler Programmierung klüger macht, dass sie eben nicht diesen riesen Lambda-Term aufbläht. Das ist sozusagen ein Bonus. Kann man das als Übungsaufgabe formulieren? Weil ich finde gerade, es klingt gerade sehr verlockend, ne? Also mit einem Trick der funktionalen Programmierung. Ja, na, es ist sehr gut, also es ist nicht ganz, es ist nicht sozusagen ein Einzeiler-Trick, aber ja. Wie viel Zeit haben wir denn noch für einen anderen Vortrag dann? Stimmt, und wann ist dann hinterreserviert? Noch gar nicht dann hinterreserviert. Und der Vortrag hat drei Teile, die alle voneinander unabhängig sind. Das heißt, wir können das machen, wie wir wollen. Ja, wie lange ist ein Teil? Wie spät haben wir überhaupt? Der erste ist nur nach 9. Der erste ist eine Dreiviertelstunde lang und die anderen sind kurz. Können wir mit dem zweiten anfangen? Die Minuten sind kurz. Oh Mann, aber der erste ist. Keine Ahnung. Ja, wann wollen wir denn zumindest? Ja. Ich hätte so. Ja, aber doch. Ja, das auf jeden Fall. Ich hätte so. Der vor halb elf ist natürlich auch, oder? Also weiß ich keiner, oder? Dann wundert sich dann, dass wir. Wie ist denn da? Ja, ist auch in der Trick. Also. Wie lange braucht denn der Trick grob? Das kann man jetzt in 10 Minuten einfach. Ich fange jetzt einfach ganz kurz an und dann sagt man einfach, schlägt entweder jeder ein oder. Ja. Und ja. Ganz kurz noch, ich reserviere noch, wer will jetzt im Sanna, 2.30 Uhr, Handzeichen. So, wer ist gut in Arithmetik?
Ich versuche das. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kilian hat sich nicht gemeldet, kommt aber trotzdem. Wieso braucht man überhaupt, wir müssen überhaupt reservieren um 10:30? Ja, einfach nicht, dass also nicht, dass es überfüllt wäre, aber damit sie wissen, dass wir kommen. Okay, also vielleicht, genau, das vielleicht ist es aber 10:45, ne? Nee. Ja. Muss man um 6 raus? Ich muss zumindest noch die letzte Tram. Davor noch essen. So, Deine Zimmer hat es und jetzt hat man bist du von selber. So. Dann machen wir hier mal einen neuen. So. Kann ich es vielleicht einen Tick kleiner machen oder ist es. Vielleicht gibt es eine Sache, die noch einfacher ist, wie mal. Vielleicht ein Plus. Nee, es geht mir jetzt darum, ist das einfach so, ob man das jetzt noch lesen kann. Genau. So, also nochmal zur Erinnerung, das Problem war, wenn wir unsere Transformation nehmen und dann hatte ich diesen, das war ja dieser Term, ja? Nochmal! Nochmal! Tu dir seinen Finger gerne. So. So, also man sieht jetzt auch schön, wie das Gensim funktioniert, ne? Das ist keine Funktion im eigentlichen Sinne, ne? Weil das mal was anderes zurückliefert, aber also das ist jetzt viel zu kompliziert, was hier steht, ja? Weil wie gesagt, eigentlich ist dieser Term hier schon G A halt, ja, der ist schon komplett in CPS-Form. Ich muss ja weder A und halt muss ich auswerten als Variable, die ich da einsetze. Ja, deswegen, eigentlich macht das Programm ja viel zu viel. Und die Idee ist jetzt, wie man das Problem beheben kann, ist, dass ich jetzt eine Transformation, also dass dieses C, was hier steht, das ist ja zunächst mal einfach eine, ist ja Syntax, ja, das ist einfach eine Variable. Und dann sagt es ja einfach nur, und warum führe ich diese Variable überhaupt definiert? Jetzt muss ich allerdings sozusagen das K jetzt einbauen. Gut, und deswegen kann ich jetzt einfach eine Variable, bleibt bei A. Und was mache ich jetzt mit einem Lambda-Term? Ja, dann nehme ich jetzt einfach, hier habe ich mein neues Symbol. Das ist alles geblieben wie gehabt. So, der einzige Unterschied ist jetzt, dass ich statt C mache ich jetzt Lambda, was auch immer das Resultat hier ist. Und zwar ist das jetzt sozusagen auf der Metaebene. Und dann kommt jetzt hier einfach C. So. Ja, also ich übergebe jetzt sozusagen die Continuation, die ich hier vorhin übergeben habe, war vorher ein Symbol, also ein Wert von in meiner Sprache selber. Und jetzt ist es gewisserweise eine Continuation geworden von der Metasprache. Weil ich jetzt, K macht dann sozusagen das, was das Ergebnis, also was dann hier rauskommt. So, jetzt gucken wir uns das Ganze mal an. So. Starten wir. Und, das ist noch hier ein Fehler. Macht er bei manchen Klammern so einen Pfeil und bei anderen nicht? Macht er den Pfeil hier? Das ist seine Stack. Ich meine, diesen Notenpfeil, die Pfeilspitze. Die Pfeilspitze ist ja bei manchen Klammern. Die da? Ja, genau. Ja, das ist seine Stack Trace. Also was er sozusagen, wo der Fehler entstanden ist, ja? Und jetzt kann ich nur wieder nicht lesen, was war der Fehler? Not a procedure expected given hold. Jetzt habe ich das ist natürlich klar, weil hold, ich muss ja am Anfang jetzt auch wieder etwas. Right. So, ja?
gegen Pali. Ich muss ja sozusagen das jetzt in die Form bringen, wie wir sie hatten. So. Noch Fehler. Was mache ich jetzt hier nicht richtig? T-Operator. Achso, das gleiche Problem hier. Das muss auch wieder eine Lambda-Term. Also, ich nehme jetzt x1 kommt hier, das ist eine Prozedur, die nimmt das Ergebnis jetzt. So, nimmt jetzt hier das Ergebnis davon. x2. Und, genau, das ist x1, x2. So. Ja, wunderbar. Also jetzt hat er es gemacht. Also hatte den Term hatte jetzt viel einfacher vereinfacht. So, jetzt hat er das A nämlich als atomar erkannt. Und das Einzige, was er jetzt wieder gemacht hat, ist allerdings jetzt, hat er einen Schritt rückwärts gemacht. Das Hold, was er vorhin als atomar erkannt hat, schickt jetzt nämlich, das hat er jetzt hat er jetzt komplizierter gemacht. Genau, jetzt können wir als Übungsaufgabe, würde ich jetzt an der Stelle sagen, jetzt die Mischung aus den beiden zu machen, aus den beiden Verfahren, die wir vorhin hatten. Ja, also wir haben jetzt momentan diese Prozedur hier, T, die erwartet jetzt im hinteren Argument keine sprachliche Continuation, sondern eine metasprachliche Continuation. Also sozusagen höhere Ordnung. Na, da kommt sozusagen das Ergebnis rein. Dagegen hatten wir vorhin bei der ersten Version, die das Hold gelassen hat, aber nicht die anderen Sachen, da hatten wir einfach nur ein Symbol gehabt, dann hat es hier unten einfach selber das vor das C geschaltet. Und deswegen schreiben wir jetzt mal das Ganze nicht mal TK. Und dann machen wir auch eine Version TC. Das war die alte. TC, EC, also C ist jetzt die alte Version. So, und dann sehen wir ja, wo wird es kompliziert. Ja, kompliziert wird es hier. Weil ich jetzt nämlich an dieser Stelle, ich muss ja jetzt irgendetwas haben, was ich nach, ich muss ja x1 aufrufen. Und ich habe aber hier an der Stelle nur diese Continuation, also die metasprachliche Continuation K, die kann ich aber hier nicht reinstecken, sondern ich muss die erstmal realisieren in meiner Sprache. Und das kann ich natürlich durch diesen Lambda-Term machen, indem ich sage, das ist R und dann da stecke ich hier das K rein. Ja? Mhm. So, das heißt, an dieser Stelle wäre es besser gewesen, hätte ich T, hätte ich hier diese Transformation mit dem C gehabt. Denn dann könnte ich hier einfach dieses C reinschreiben. Das heißt also, hier wäre die Transformation mit dem C besser. Dagegen wäre bei den anderen Sachen, haben wir ja gerade gesehen, bei den Variablen, war die Transformation mit dem K besser. Also hier haben wir das war jetzt die K-Transformation. Ja, und hier, also noch sind wir in der Version, die wir gerade haben. K und hier auch K. Das heißt, dieses TK bleibt wie es ist. Ja, das TC bleibt fast wie es ist. Ja, ich schreibe es doch komplett noch schnell. Also, so, TC macht jetzt wieder das alte C. MG, oh, das muss ich ja machen. Und so, hier habe ich jetzt aber die Möglichkeit, also hier kann ich das TK nehmen, rufe ich das auf, damit ich jetzt X, hier nehmen wir das TK. So, und an dieser Stelle soll es jetzt aber nach C gehen und dann nehme ich jetzt das alte, was wir hatten, nämlich auch mein C. So. Ja, jetzt habe ich das Ganze gemischt. So, und jetzt muss ich hier mein M noch gucken.
dass ich jetzt hier sinnvollerweise, weil ich nicht diesen Lambda-Term nochmal da oben habe, hier mache ich T10 und dann nehmen wir hier einfach 10. So, das war das alte, was wir hatten. So, und jetzt habe ich das Ganze sozusagen gemischt, dass er jetzt, also den komplizierten Term, den braucht er, muss aber dann Lambda-Term neu erfinden, also muss immer dieses TK aufrufen. Das haben wir schon gesehen, wenn ich die Operatoren und den Operanden erst noch auswerten muss, weil das Ergebnis dann wirklich in den echten Lambda-Term reingehen muss. Wenn die aber vorher schon atomar waren, dann brauche ich nichts zu machen. Genau, und dann können wir das Ganze jetzt anwenden. Also Definition Play. So, jetzt habe ich TC zur Verfügung, das heißt, ich kann jetzt wieder GA Hold machen. GA Hold. So, und er hat das jetzt wunderbar vereinfacht. Also gar nichts gemacht, da musst du auch nichts machen. Ja, und jetzt können wir uns sozusagen auch noch einmal angucken. TC, was haben wir noch gehabt? GA B. Ja, also er nimmt jetzt A, also was er macht, er nimmt jetzt A. So, die Idee ist, die Variable steht ja für einen Wert. Nach CPS-Translation nimmt der Wert ein extra Argument an, nämlich die Continuation. Ja, und dann nimmt er jetzt sozusagen $14 wird das werten, was das Ergebnis von A angewandt auf B ist. Und das steckt er jetzt da rein. Und das ist sozusagen jetzt komplett in CPS. So, dann haben wir jetzt noch eine echte Hausaufgabe, nämlich die Transformation, die wir gemacht haben in den Continuation Marks, die macht auch viel zu viel Unsinn, ja, also die macht die Variablen, werden ja auch automatisch, da steht ja auch Lambda, F, M von der Variable und so weiter, sozusagen das Ganze auch nochmal zu machen. Also muss man nicht, also man kann sich schon mal vorher nicht angucken, wenn das Flex sowieso false ist, dann kann man ein paar Sachen vereinfachen. Also eine möglichst effiziente Transformation von Lambda mit Continuation Marks in Lambda ohne Continuation Marks. Oder wer das noch besonders toll machen will, das direkt noch verweben mit CPS-Transformation. Dann ist man Call-CC und PCM und CCM in einem los. Und dann zum Schluss noch ins Kombinatorenkalkül, SKI-Kalkül. Ja, das muss natürlich, genau. Wer das Ganze sozusagen noch live sehen will, also es gibt... sozusagen, also in Scheme gibt es so ein, da gibt es sozusagen Scheme Requests for Implementation. Das sind, genau, also da machen Leute Vorschläge für Dinge, die von Scheme-Implementationen vielleicht aufgenommen werden sollen und die es dann vielleicht irgendwann mal in den zukünftigen Standard schaffen. Also es ist so, dass Scheme ist sozusagen sehr klein als Programmiersprache und wenn man damit genau, also Weiterentwicklung funktioniert einmal damit, indem Leute halt solche Scheme Requests for Implementation schreiben und dadurch, dass, also die werden eben auch dazu gebraucht, weil eben sozusagen die Standardbibliothek aber sehr klein ist und dann werden jetzt viele Sachen, also Beispiel jetzt hier ist zum Beispiel das erste List Library, ja, da gibt es halt. Da gibt es halt irgendwie zig Prozeduren mit Listen, ja, also ein paar sind im Standard-Scheme drin, aber dann halt auch irgendwelche anderen, ja, was man von Haskell auch kennt, irgendwie, was ich, Fold-Write, Unfold-Write und all die ganzen Sachen, die sind alle da drin und dann reicht es eben, wenn einfach genügend viele Schemes sozusagen Surfy 1 machen. So, und dann, also Continuation Marks gibt es nur bisher bei Racket, weil ich es weiß, das habe ich aber hier, da oben. Das ist noch ein Draft, ja. Also das ist im Prinzip nur das auch nochmal erklärt, was man damit machen kann, also Parameterobjekte und so weiter, wer das durchlesen will. So, und also interessant ist, also sozusagen, das Problem ist, eine Implementierung von Continuation Marks als Library ist nicht möglich, weil es sozusagen eine Transformation des gesamten Programms ist. Ja. Allerdings habe ich sozusagen in Scheme Interpreter geschrieben für Scheme, also und zwar für ein komplett für IEE-Scheme
Und das, der macht dann sozusagen die Übersetzung. Also wer sozusagen wissen will, wie man die implementieren könnte, kann den sozusagen benutzen. Also das ist also ja, den. Das ist sozusagen, also das ist jetzt nicht viel drin, weil er mit Apple aufruft. Also genau, das Scheme heißt dann Inferior Scheme, weil das ja in einem anderen Scheme drin läuft. Also genau, wer da sozusagen dann noch was nachlesen will. Gut, das war's. Danke sehr.